Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem ganz, ganz besonderen Livestream. Denn wir haben heute zu Gast, wie angekündigt, den BPE-Redner, den auch viele von euch kennen, von den Kundgebungen, nämlich Moritz. Herzlich willkommen, Moritz, und vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und so kurz nach der Sache bereit bist, schon hier bei uns in den Live zu kommen und zu schildern, was genau da alles passiert ist. Vielen, vielen Dank, Irfan. Ja, also ganz ehrlich, das ist so kurz danach. Also ich kann es ehrlich gesagt noch nicht fassen, was abgegangen ist, weil das ging so schnell an dem Tag. Das Ganze kommt mir wie ein Film vor, der wirklich innerhalb von wenigen Sekunden vorbei war, aber auch die Sachen danach, das sind einfach so Sachen, die wird man nie vergessen. Ja, erst einmal muss man echt sagen, also das will ich gleich von Anfang an sagen, du hast wirklich heldenhaft gehandelt, heldenhaft, anders kann man das nicht sagen. Denn wir sehen ganz klar bei der Aufnahme, dass du dazwischen gegangen bist. Also du hast gesehen, dass der Attentäter mit einem Messer hier auf die Leute eingestochen hat und auf Michael eingestochen hat und du bist eiskalt dazwischen gegangen. Ich meine, wir haben auch in der Aufnahme gesehen, eine Polizistin ist weggerannt. Und den Mut muss man erstmal haben, auf einen Messermann, ja, auf einen durchgeknallten, wahnsinnig gewordenen islamistischen Terroristen, der wild um sich sticht, auf den noch loszugehen. Also da erst einmal dickes Lob und auch die Zuschauer sind da auch sicher, ja, wie soll man sagen, begeistert. Und danken dir auch für deinen heldenhaften Einsatz an dem Tag. Ja, vielen Dank. Also wir sind ja mit 3, 4 Leuten sind wir auf den drauf. Und da war ja noch, das hat sich jetzt rausgestellt, ein iranischer oder syrischer Christ, der hat jetzt nicht zu uns gehört, aber da kam jetzt von Welt, meine ich eben, ein Interview raus, der auch noch mitgeholfen hatte. Und wirklich an alle, die geholfen haben, ehrlich, wenn wir nicht so viele gewesen wären, ich weiß nicht, ob dann noch jemand gestorben wäre, weil dann hätte der viel mehr Zeit gehabt, um sich um einen zu kümmern, sich um Michael zu kümmern, sich um Konrad zu kümmern, sich um den, also der Polizist, ja. Wirklich. Das ist so traurig, dass der gestorben ist. Das ist, ja. Schau, jeder, der eingeschritten ist, war extrem wichtig, denn ihr habt wertvolle Sekunden damit geschaffen. Denn wie du sagst, wenn man den einfach gewähren ließ, ja, der hätte sich entweder auf Michael gestürzt und hätte ihn also wirklich massakriert und die Sache wäre vorbei, oder er hätte mehrere eben verletzt. Und deswegen war das wichtig. Jeder, der sich ihm in irgendeiner Form in den Weg gestellt hat, ihn behindert hat und so weiter, ja, der Kameramann hat auf ihn eingetreten, die anderen haben ihn gehalten und so weiter. Und irgendwann ist man natürlich zurückgewichen, auch du, als du dann den Stich in den Oberschenkel bekommen hast, aber dieses Eingreifen war extrem wichtig und man muss ganz klar sagen, dieses Eingreifen hat Leben gerettet. Leider, wir haben es heute gelesen, der Polizist Ruben ist seinen Verletzungen erlegen, schon am Freitag, was ich auch gesagt habe, denn ich weiß auch durch dich, dass man schon früher wusste, dass er tot war, nur man hat halt das so ein bisschen verheimlicht und wollte damit nicht öffentlich gehen. Aber das war extrem wichtig und ihr habt wertvolle Sekunden gewonnen dadurch. Ja, also ich kann ja auch sagen, im Krankenhaus selber mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, mit den Pflegern, mit dem Personal, auch mit anderen, die haben auch gesagt, Wahnsinn, was da passiert ist. Die können das selber gar nicht fassen. Und trotz allem, auch im Krankenhaus, die Leute haben auch hinter uns gestanden und haben gesagt, hier, Wahnsinn, dass ihr euch da dazwischen gestellt habt und so ein kranker Mensch, dass der da auf euch einfach, auf euch losstürmt, wie ein Berserker auf euch einsticht. Und wie gesagt, bei mir hat er über der Kniescheibe komplett durchgestochen mit dem Messer. Die Eintrittswunde ist genauso, also die Austrittswunde ist genauso groß wie die Eintrittswunde. Und das innerhalb wirklich von 1, 2 Sekunden, wo der das Messer mir ins Bein gestochen hat, wieder rausgezogen hat, das, ja, im Nachhinein echt surreal. Ja, aber lass uns von vorne anfangen. Kannst du uns so schildern, damit wir das chronologisch der Reihe nach machen? Wie fing alles an? Wie war die Stimmung bei der Kundgebung? Es fing ja an wie jede andere Kundgebung. Und übrigens an der Stelle auch, wer Fragen, Kommentare oder sonst was schickt,
Das wird natürlich auch heute an Moritz gehen, denn ich denke, so als Zeichen und als Dank für deinen Einsatz, und du bist ja auch da als Redner dabei und hast jetzt auch diese Verletzung, die ja auch fast tödlich wäre. Wir werden, wenn wir uns dann auch Fotos anschauen von deiner Verletzung, und da wollen wir dich auf jeden Fall unterstützen. Und nur, dass die Leute es wissen, wer Moritz unterstützen will, kann was schicken oder halt dann seine Frage, seinen Kommentar. Und damit werden wir dann auch Moritz unterstützen. Denn ich meine, ich weiß, du bist hart im Nehmen jetzt und gehst auch jetzt schon live. Aber auch bei dir hat es sicherlich Spuren hinterlassen. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall daran, Öfan. Fangen wir mal an. Also ich bin mit der Bahn angereist. Und das Wetter war schon schlecht, also es hatte schon geregnet und wir haben uns gedacht, als wir ankamen, boah, was für ein Wetter, ey. Hoffentlich wird die Kundgebung noch, wird das Wetter ein bisschen besser. Also am Anfang, wir haben gar nicht daran gedacht, weißt du, wir sind da aus der Bahn ausgestiegen. Ich bin dann mit dem Ordner Thomas angekommen und wir haben dann erstmal alle begrüßt. Es lief erstmal alles relativ ruhig. Wir haben den Stand aufgebaut, Plakate, also regulär vorher 1,5 Stunden die regulären Aufbauarbeiten. Michael hat am Anfang noch was wegen Ludwigshafen geklärt. Der hat da am Auto an der Fahrerseite gestanden. Was mich auch dazu bringt, wenn der Täter zu dem Zeitpunkt schon da gewesen ist, also eine Stunde früher, hätte er Michael schon am Auto angreifen können, weil da Michael war da vollkommen alleine. Aber da wäre die Möglichkeit gewesen, dass er entweder ins Auto zum Beispiel flüchtet oder dass er das halt von hinten so mitbekommt. Ne? Und im Nachhinein, wir werden uns das jetzt anschauen, wie der Anschlag, und es war ein Terroranschlag, wie der abgelaufen ist, wirklich im Einzelnen. Da gibt es wirklich viel zu erzählen. Ja, ist er dir aufgefallen? Oder ab wann, oder ist er dir, bevor er dann angegriffen hat, ist er dir davor schon aufgefallen, als er dann so umher gekreist ist? Wir können uns auch das Video hier anschauen. Hier sehen wir dich ja auch. Und da sehen wir, also da befindet er sich direkt hier in der, also manche fragen, warum man dich nicht sieht und so weiter. Schau, du hattest eine schwere OP und so weiter, warst im Krankenhaus und Moritz ist halt noch, ich sag mal, ein bisschen gezeichnet und deswegen verzichten wir auf Kamera. Es reicht, wenn wir ihn hören, das so schon mal als Hinweis. Ja, Moritz, wann ist er dir aufgefallen? Also ich sag mal, die Salafisten, und ich gehe davon aus, mutmaßlicher Salafist, da werden wir später auch noch drauf kommen, die schleichen normalerweise immer um die Kundgebung drumherum, halten sich mehr im Hintergrund, sagen nicht viel, und normalerweise haben wir von denen auch keine Gewalttaten bis jetzt befürchtet, weil die beobachten mehr, gucken, wie die Lage sich entwickelt und warten normalerweise ab, bis irgendwelche Linksextremisten oder andere was machen, weil die wissen ganz genau hier, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt, nehmen die denen die Arbeit ab. Und ich sag mal, er ist schon relativ früh den Leuten aufgefallen. Da wurde auch gesagt, hier, da sind Leute, die pöbeln. Michael hatte mir vorher gesagt, dass auch ein bärtiger Moslem, das war aber ein anderer, schon gesagt das hat. Also wichtig, weil die junge Freiheit hat das geschrieben, aber ich habe mir schon gedacht, das kann nicht sein. Also das, was Michael meinte, der Bärtige ist nicht wichtig, war nicht der Attentäter. Nein, also da habe ich mit Michael drüber gesprochen, das war nicht derselbe, das war ein anderer. Ja, weil das war mir wichtig, weil die junge Freiheit hat es leider so geschrieben, als ob er das war, aber das habe ich mir schon gedacht, dass das der nicht war, und das ist wichtig, weil wir wollen ja keine Falschmeldungen verbreiten, und ja, das ist schon mal wichtig, dass wir das festhalten. Ja, und dann, wie ging es dann weiter, Moritz? Also wie gesagt, wir haben ja erstmal aufgebaut, es lief wie gesagt alles ganz ruhig, hier sehen wir links den Mann mit der Mütze, der hat uns auch darauf hingewiesen, dass an der Seite Leute bereits schon am Pöbeln waren, und wir hatten vorher, das ist gar nicht auf dem Video zu sehen, hatten wir ein Gespräch mit der Polizei, mit dem Einsatzleiter gehabt, und da hatte Michael auch schon gesagt, hier, wenn irgendwelche Leute Straftaten begehen sollen, wenn die irgendwie unangenehm auffallen, wir wollen eine ruhige, sachliche Diskussion führen, dann werden die selbstverständlich von der Kundgebung ausgeschlossen, wenn wir die Polizei rufen. Also mit der Polizei am Anfang war, das war auch ein sehr angenehmes Gespräch. Da hat man gedacht, okay,
wenn irgendwelche, wenn es zu Komplikationen kommt, greift die Polizei auch ein, anders als in Frankfurt, wie wir das erlebt haben. Und das waren eigentlich von Anfang an eigentlich schon gute Zeichen für eine gute Kooperation an sich. Also ihr hattet einen guten Eindruck und habt dann gesagt, nee, wir wollen erstmal keine Gitter haben. Es reicht, wenn, falls es dann irgendwie hitziger wird, so, das war ja immer die Vorgehensweise, erstmal keine Gitter. Wenn wir aber merken, dass es immer aggressiver wird, dann kommen die Gitter. Ja, natürlich. Also das ist Standardverfahren bei den Kundgebungen bis jetzt eigentlich immer gewesen, weil wir wollen ja auch in Kontakt mit den Leuten kommen. Und wenn wir dann anfangen erstmal, müssen wir auch erstmal manchmal ein bisschen hingehen und fragen hier, wie sehen Sie die Situation, was ist falsch oder was haben Sie daran zu bemängeln? Und wenn man dann schon in dem Käfig vorher eingesperrt ist, ist das natürlich, ja. Ich meine, auf der einen Seite ist erhöht das Sicherheitsgefühl, aber das hat Michael ja auch schon gesagt, die Polizei ist dafür maßgeblich, ob Gitter eingesetzt werden oder nicht. Und da hatte man halt gesagt von der Polizei, dass da die Gitter noch nicht benötigt wurden. Okay, ja. Ja, ist halt immer so schwierig, da abzuwägen. Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage auf jeden Fall. Aber gut. Ja, und dann ist er umhergegangen. Und ich meine, ich glaube, wir waren ja auch zusammen öfter schon auch gemeinsam auf Kundgebungen. Und wir hatten schon auch früher öfter den Fall, dass wir verdächtige Personen sehen, die umherkreisen. Das hatten wir schon mal oder öfter schon. Ja, also eigentlich kann man sagen dauernd, weil du musst bei einer Kundgebung, wenn du live vor Ort bist, an sich immer davon ausgehen, dass von einer Seite entweder ein Ei geflogen kommt, dass jemand auf dich losstürmt, dass da Beleidigungen kommen, was jetzt halt noch das Harmloseste ist. Aber du musst quasi, wenn du auf einer Kundgebung bist, jederzeit bereit sein, körperliche Gewalt zu erfahren und dich auch dagegen zu wehren. Das ist ein Standardzustand, den du da immer hast. Ja, und wir werden uns dann noch Ausschnitte ansehen, die zeigen, dass sich das lange angekündigt hat. Und als wir davor gewarnt haben, als wir gesagt haben, jetzt fliegen noch Steine und Flaschen, als nächstes werden sie mit Messern und Schusswaffen kommen, dann hat man das immer belächelt. Dann hat man immer gesagt, ja, ihr übertreibt und schaut doch, euch passiert doch nichts und so weiter. Uns hat man nie ernst genommen. Nie hat man uns ernst genommen, als wir darauf hingewiesen haben. Oder in Bonn, jetzt schlagen sie noch mit Fäusten zu, wie der junge Palästinenser, der Michael da einen Faustschlag verpasst hat. Als nächstes werden sie zustechen. Auch das hat man nicht ernst genommen. Ja, und den jungen, gewaltbereiten Palästinenser zu einer lächerlichen Strafe verurteilt. Jetzt ist es passiert und jetzt verschweigt jeder seine eigene Rolle. Jetzt tun alle so, als hätten sie es auch schon immer gewusst, als hätten sie auch schon immer gewarnt. Und das, ganz ehrlich, das kotzt mich so an jetzt in dieser ganzen Besprechung. Leute, die uns in den Rücken gefallen sind, Leute, die uns nie unterstützt haben, Leute, die gegen uns gehetzt haben, Parteien, die gegen uns gehetzt haben und so weiter. All diese Leute stellen sich jetzt hin und sagen, ja, und schrecklich, was passiert ist und wir sind auch dagegen und wir waren immer schon dagegen. Lügt nicht, ihr Heuchler, lügt nicht. Alles ist dokumentiert. Wir standen immer alleine da und alle haben sich immer dagegen versammelt und nie hatten wir die Unterstützung. Und jetzt, wo das passiert ist, wovor gewarnt haben, jetzt tut ihr so, als ob ihr es immer schon geahnt habt und redet jetzt so. Ja, also das ist wirklich, ich kann nicht beschreiben, wie mich das anekelt. Ja, das kann ich nicht in Worte fassen. Definitiv nicht. Also so viele Kundgebungen, wie wir schon gehabt haben, in fast jeder Stadt schon, in jedem Bundesland sind wir schon auch unterwegs gewesen. Und wenn ein Interesse der Politik da gewesen wäre, sich über die Zustände zu informieren, dann hätte man das gemacht. Und von den Regierungsparteien, meines Wissens, war noch nie jemand da und hat sich kritisch dem gegenüber geäußert. Im Gegenteil. Wie oft war zum Beispiel von der Antifa, hat man da eine SPD-Fahne gesehen oder eine Fahne von den Linken oder so? Also tatsächlich haben wir mehr SPD, Linke, Grüne bei der Antifa immer gesehen. Und wenn man dann versucht hat, mit denen in eine Diskussion zu gehen, in einen sachlich argumentativen Diskurs, war das nie möglich. Ja, und da sieht man, wie opportunistisch sie sind. Damals war es halt angesagt, gegen uns zu sein, ja, gegen die BPE, gegen die Islamkritik, das wurde als Hetze abgetan, als rechtsextremes, bla 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 und so weiter. Da war das opportun.
Jetzt hat sich das aber so ein bisschen gedreht und dieselben Leute, die gegen uns waren, drehen sich jetzt auch so ein bisschen und ja, und unsere Gedanken sind bei den Opfern und bei den Verletzten und so weiter. Ihr habt es doch unterstützt. Ja. Ihr seid Mitschuldig. Reichelt hat gut gesagt, der Verfassungsschutz hat auch Blut an den Händen. Ja, Julian Reichelt hat das gut gesagt. Also, ich sag euch, ich sag, und das ist wichtig, Moritz. Wir dürfen sie nicht einfach so davonkommen lassen und so tun, als wäre nichts gewesen. Wir Ja. wissen, was war und die Chronologie, der Ablauf und wer mitgehetzt hat und wer Islamisten unterstützt hat, wer Seite an Seite mit Islamisten gegen solche Kundgebungen demonstriert hat, welche Bürgermeister das unterstützt haben, mit Antifa und anderen unter einer Decke standen und so weiter. Das werden wir nicht vergessen und darauf wird aufmerksam gemacht. Ja. Aber lass uns weitermachen. Okay. Also wir sehen hier diese, wir sehen hier in dieser Aufnahme, dass er sich hier bewegt, ja, um den Stand herum, ja, und die Plakate auch beobachtet, liest. Er tippt auch irgendwie in sein Handy, tippt er auch rum. Ja, aber du siehst ja, bis dahin war alles entspannt. Keiner hatte da irgendwie das Gefühl gehabt. Der hier und da und da und das ist der Moment. Mach mal kurz bitte Pause hier. Das ist der Moment gewesen. Michael war hier alleine in diesem Moment. Auf Ja. diesen Moment hatte der gewartet gehabt. Da, wo Genau. Michael alleine in der Ecke war, die Plakate sortiert hatte. Auch Ja. gut zu wissen. Die Polizei war, wenn du die Statue dir anschaust, links und dann noch mal 5 Meter nach hinten. Die Polizei war sehr, sehr weit weg. In dem Moment, wo der da auf Michael zugerannt ist, konnte die Polizei in dem Moment gar nicht sehen, dass da ein Attentäter darauf zugelaufen ist. Ja. Aber die Polizisten sind auch nicht weit weg. Ich meine, schau mal, wo die stehen. Die stehen ja auch da, was weiß ich, 4 Meter vom Plakat entfernt. Ja, aber es hat ja wie lange gedauert, bis die drumherum, also die sind ja mehr drumherum, die kamen ja von hinten her angerannt, hier vom Stand aus kamen die ja eher angerannt. Ja, jetzt schauen wir weiter. Ja, und da ist man natürlich entspannt, denn die Kundgebung hat gar nicht begonnen. Das ist halt noch so, ja, vor Beginn und man bereitet sich so ein bisschen mental vor. Und deswegen, ja, ist man in so einem Moment auch verwundbar. Ja, definitiv. Das war eine blöde Ausgangssituation, ganz klar. Und hier sehen wir, da ist er ja noch in der Ecke, guckt so ganz entspannt, ne? Ich Ja. weiß nicht, ob das eine Taktik von ihm gewesen ist, aber ein paar Mal drumherum gehen, interessiert gucken, ne? Und so tun, ja, ich bin ja ein unbedarfter Bürger und weißt du, dass man einfach beobachtet, einfach nur, ohne dass man jetzt irgendwie ein aggressives Verhalten oder so zeigt. Und in dem Moment, wo der wusste, Michael ist da vorne alleine, ist der losgerannt, von jetzt auf gleich. Und weißt du, was ich auch vermute? Vom Aussehen her, Bart und so weiter, okay. Aber er hat dann so eine runde Brille, ja, so eine runde Brille und so ein Basecap und so weiter. Er sieht eigentlich aus wie so, keine Ahnung, so ein arabischer Austauschstudent oder irgendwie sowas, ja. Und jetzt ist aber ein Artikel rausgekommen. Den können wir uns nachher anschauen, ja, wo wir Fotos von ihm sehen, ja, wo er schon ganz anders wirkt. Ja, also da wirkt er auf jeden Fall ganz anders. Und das schauen wir uns nachher an. Und ich denke oder ich vermute, er hat sich bewusst auch, ja, ich sag mal, so ein bisschen eingekleidet mit der Brille und mit dem Basecap und so weiter, um schon harmlos zu wirken. Denn man sieht ja auch, wie er sich bewegt und sowas. Ja, der ist jetzt nicht sehr auffällig. Ja, aber Irfan, genau das ist ja jetzt schon der Punkt. Wenn jetzt ein Urteil rauskommt, Thema psychisch krank, der war ganz klar, wie gesagt, psychisch krank kann sein, aber faktisch, er hat ganz klar strategisch gehandelt, er hat ganz klar taktisch gehandelt, er hatte die Situation währenddessen im Blick, da werden wir auch noch gleich drauf kommen. Also einen Zustand eines geistig verwirrten Psychopathen macht er während und vor der Tat überhaupt nicht, vollkommen kontrolliert. Ja, hier, schau ihn dir an. Da sieht er schon anders aus, so. Ja? Also da, Ja. weiß ich mal. Ja, Als definitiv. jetzt da an dem Tag mit der Hipsterbrille und mit dem Basecap und so weiter.
da wirkt er schon anders, ja. Definitiv, definitiv. Auch wie gesagt, wie du schon gesagt hast, mit der runden Brille, mit dem Rucksack noch so auf dem Rücken, ne, so ganz. Also, aber wenn wir so jemanden da direkt schon gesehen hätten, weißt du, da gehen natürlich alle Alarmglocken an. Ja, und dann noch auch mit dem Handy und so halb, so überhaupt nicht mal konzentriert, so ab und zu so am Handy, so, huch, was ist denn da? Irgendwelche Plakate, ja, so. Also das zeigt alles und das deutet darauf hin, dass diese Tat geplant war, dass er sich professionell getarnt hat, konspirativ verhalten hat, auch der Zeitpunkt. Vor Beginn der Kundgebung, als die Sicherheitsmaßnahmen noch nicht hochgefahren sind, keine Gitter, Polizei ist noch weiter weg, trudelt so langsam rein und so weiter. Das war ja immer so der verwundbarste Moment oder die verwundbarste Phase, diese Phase vor der Kundgebung. Ja, deswegen, wir hatten ja noch nicht mal unsere Hymne gespielt. Noch nicht mal das war ja. Michael macht da ja normalerweise immer so seinen ganz entspannten Einleitungspart und noch nicht mal das ist gewesen. Das heißt, wir haben noch nicht mal angefangen. Das heißt, er konnte noch nicht mal wissen, wie wir gesprochen haben. Ich meine, von den Plakaten konnte er die Inhalte und so auch schon herleiten. Aber da lief im Vorhinein meines Wissens keinerlei Ja. Gespräche mit diesem Mann. Also da kann auch im Vorhinein nichts irgendwie gelaufen sein. Ja. Ja, und an der Stelle vielen, vielen Dank. Also ich bin auch sehr positiv, ja, nicht positiv überrascht. Ich weiß ja eh, wie stark die Community ist, aber es gibt wirklich sehr viel Unterstützung auch an Moritz. Wir haben gesagt, wir werden den Moritz heute unterstützen mit diesem Livestream und mit den Einnahmen und also sehr, sehr viel SSD. Kuh, Kuss, Tido, einfach danke. Dann Jengs für Moritz und seinen heldenhaften Einsatz. Vielen, vielen Dank. Jengs, Nubuma, alles Gute für Moritz. Liebe euch alle. It's me, Sada. Vielen Dank für deinen mutigen Einsatz und gute Besserung. Ich bin fassungslos über diese furchtbare Tat. Desert Eagle, ein aus dem Herzen in aller Ehrfurcht gemeintes riesiges Danke, lieber Moritz. Respekt für dich, Stürzi, Irfan, alle anderen von der BPE und Co. Dieses Attentat wird nicht umsonst gewesen sein. Liebe Grüße aus der Schweiz. Bea, alles Gute für dich, lieber Moritz. Ich hoffe, du kannst das alles verarbeiten. Ostwald, Unterstützung für Moritz. Gregor, ja, okay, für dich, für Moritz. Mach weiter, bleib stark. Henning und so weiter. Also wirklich überwältigend, wie viel Unterstützung und das ist wichtig, dass wir den Leuten, die sich wirklich heldenhaft verhalten haben, wie du auch, Moritz, ja, wo du dein Leben riskiert hast und auch bezahlen musstest dafür, ja, dass wir denen auch Anerkennung schenken, Anerkennung und Respekt zollen. Denn wir können uns nicht vorstellen, wie heftig das ist, ja, wie viel Mut man zusammenbringen muss, um in so einer Situation auf einen Attentäter drauf zu gehen und Leben zu retten. Und genau diese Zivilcourage, dieses heldenhafte Verhalten wie von dir, Moritz, genau das ist es, was unsere Gesellschaft braucht. Ja, dass Leute die Opferbereitschaft mitbringen und bereit sind, auch ihr eigenes Wohl zu riskieren. Und wir werden auch jetzt, lass uns das gleich machen, ja, dass du auch einen Preis bezahlt hast dafür, ja. Also erstmal vielen Dank an alle Unterstützer jetzt kurz, vielen, vielen Dank an alle Unterstützer jetzt schon. Ja, ich habe hier, ich habe das verpixelt, weißt, wegen YouTube und so weiter, ja, das Blut. Also das ist, als du am Boden lagst und verletzt wurdest, sehen wir, also von da stammt das Foto. Ja, also das Foto habe ich gemacht, nachdem, also werden wir gleich sehen, ich werde auch noch genau den Zeitpunkt sagen, wann ich das gemacht habe. Ich habe ja erstmal da gestanden mit der Wunde, weil du kannst dich nicht hinsetzen, während da noch jemand wie ein Berserker rumläuft und wie wild auf Leute sticht. Also ich habe die Wunde ja relativ am Anfang bekommen und du kannst dich dann in dem Moment, du hast so viel Adrenalin, du kannst dich wieder hinsetzen, gar nichts, weil du einfach ein potenzielles Ziel dann einfach abgibst. Aber ja, da kommen wir gleich dann noch in der Szene zu. Ja, und wir können uns auch das andere Foto anschauen, jetzt danach, nach der OP. Schauen wir uns das mal an.
Was war das genau für eine Verletzung? Kannst du uns das schildern? Ja, also der hatte mir in der Liegeposition, hatte der mir quer mit dem Messer seitlich durch das Knie gehauen. Also hier links ist die Eintrittswunde und rechts ist die Wahnsinn. Austrittswunde. Das Messer ist durch deinen Oberschenkel. Ja, der hat das in einem Zug, hat er das durchgehauen. Weißt du, was ich nicht gecheckt habe? Du hast mir gesagt, ein Stich, und dann schaue ich das Foto an und denke mir, hä, das sind doch zwei Stiche. Jetzt checke ich das erst, das gesamte Messer durch den Oberschenkel. Ja, der hat mir das mit einem Zug durchgehauen. Heftig, Mann. Boah. Was war das für eine Kraft? Weil man sieht ja im Video, wir wollen es nicht abspielen, weil dann macht YouTube wieder Stress. Er liegt am Boden, du gehst auf ihn zu und er ist irgendwie auf den Knien und haut dir das Messer dann in den Oberschenkel und dann sieht man, wie du zurückgehst und dann irgendein Schmerz, irgendwas spürst und dir dann ans Knie greifst, an den Oberschenkel. Ja, also wie gesagt, da kommen wir gleich zu. Ich habe zuerst gedacht, es ist eine Hiebwaffe, aber ganz ehrlich, in dem Moment ging es darum, Michael wurde angegriffen. Und einfach stehen zu bleiben und einfach auf die Polizei zu warten, das konnten wir einfach nicht. Deswegen sind wir auf den los und wollten ihm das Messer abnehmen, wollten ihn der Polizei übergeben, dass die den schnellstmöglich, entweder, wie gesagt, niederstreckt, kampfunfähig macht, was auch immer. Hauptsache, die Leute kommen da mit dem Leben davon. Wahnsinn. Und wie wir auch dann erfahren oder mittlerweile wissen, der Täter, der Attentäter hat ja auch Kampfsport gemacht. Ja, ich glaube, Taekwondo war es, gell? Ja, also gibt es jetzt neueste Artikel zu. Die Junge Freiheit hat zum Beispiel auch darüber berichtet. Der hat seit Kindesalter hat er schon Taekwondo gemacht. Und wie gesagt, die Bewegungen, wie er sie gemacht hat, die waren schon sehr, sehr klar strukturiert. Auch wie er auf dem Rücken gelegen hat, wie schnell er wieder aufgestanden ist, wie schnell er sich gefasst hat, wie er das Messer dann in dem Moment gehalten hat. Das war alles sehr, sehr klar strukturiert. Und das hat mich auch verwirrt, als ich gehört habe, hier, der hat noch nie was irgendwie sich zu Schulden kommen lassen. Du Ja. willst mir doch nicht erzählen, dass ein Mann mit einem Messer, wie gesagt, durch das Knie gerade durchsticht in einem Blutrausch und da nicht irgendwie meinetwegen da hängen bleibt oder so. Der muss in irgendeiner Art und Weise schon Erfahrungen gehabt haben, weil in einem lebenden Körper ein Messer rein und rauszustechen an Knochen etc. vorbei, das macht man nicht einfach mal so. Ja, eben. Und schau, die Sache, es gibt ja auch so Kurse in Messerkampf und so weiter, also auch so, wie man Messer angeblich abwehren kann, aber wie man auch zusticht und das Messer als tödliche Waffe benutzt und wie er sticht, auch bei den Polizisten, die Verletzung, die dann auch tödlich war, das Messer ging durch die Schädeldecke, hat man ja gelesen. Das war ja dann die tödliche, die dann Arterien und so weiter verletzt hat. Das heißt, und auch wie er sticht, der sticht nicht in die Stichschutzweste oder irgendwie sowas, sondern er sticht gezielt. Also der Typ war auf jeden Fall in irgendeiner Form ausgebildet, trainiert, was das betrifft. Allein deine Verletzung zeigt das ja schon. Und das ist dann auch wieder ein ganz anderes, nochmal ein anderes Ausmaß und zeigt, wie glücklich du sein kannst, auch dass du das überhaupt überlebt hast. Ja, definitiv. Also das hat mir der Arzt auch gesagt. Wenn das ein bisschen höher gewesen wäre, hätte der mir meine Gelenkkapsel zerfetzt. Und ein bisschen weiter drunter, dann wäre es die Hauptschlagader gewesen. Und wenn die durchtrennt gewesen wäre, wie gesagt, bis die mal kamen, das hat ja auch ein bisschen gedauert, bis das vorbei gewesen ist. So 10, 15 Sekunden, bis überhaupt was gemacht worden ist, mindestens. Wenn da die Hauptschlagader durchtrennt bist, ich habe ja so schon geblutet. Aber wenn die Hauptschlagader durchtrennt wäre, ich will ehrlich gesagt gar nicht wissen, wie viel Blut ich dann schon verloren hätte. Ja, Wahnsinn. Dann schauen wir uns weiter das Video an, welches zeigt, wie er umhergeschlichen ist. Da sehen wir ihn ganz links, ja, bei den Lautsprechern und schaut sich ausgerechnet das Plakat an, besagt, also wo drauf steht, nicht die Muslime sind das Ziel, sondern der politische Islam, also wo ganz klar auch nochmal differenziert wird. Und ja, wie gesagt, das unterscheidet uns eben auch von Leuten, die einfach so plump sagen, hier alle Schwarzköpfe raus, jeder mit Migrationshintergrund raus und solche, dass das ja überhaupt nicht der Fall ist. Ich meine,
teilweise, weißt du ja selbst, sind bei uns mehr mit Migrationshintergrund als ohne. Ja, ich meine, wir hatten als Redner, also Stürzenberger und dich jetzt, Moritz, du bist ja auch gebürtiger Deutscher. Ja. Und dann hatten wir aber Elia und mich und andere. Und dann habe ich auch gesehen, dieses Jahr, da ist ja auch der Inder dabei und mehrere. Ja, also ja. Wie man der BPE so einen Vorwurf machen kann, weiß ich nicht wirklich. Also an dem Tag selber wäre ja auch Damir gekommen, das ist ja auch ein Kroate. Damir, der wäre ja auch Tag, ja eben, der wäre an dem Tag auch noch gekommen. Also bei uns, bei der BPE, ist es nicht wichtig, woher du kommst. Es ist wichtig, dass du mit uns an der Demokratie arbeiten willst, dass du für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einstehst, dass du für unseren Rechtsstaat bist, dass du eben diese Werte erhalten willst, dass du eben in einem freien, demokratischen Deutschland leben willst. Das sind unsere Grundwerte. Und da ist es scheißegal, woher du kommst. Hauptsache, du vertrittst diese Werte und willst mit uns daran arbeiten. Ja. Dann schauen wir weiter. Ja, also da ist er links, ganz links, schleicht die umher, schaut sich, beobachtet euch. Ja. Ja, da sehen wir ihn jetzt. Jetzt bewegt er sich so langsam in Richtung Michael. Ja, aber du siehst schon gerade, Konrad hat bereits schon auf den geachtet. Hast du gesehen, Konrad? Ja, ja. Konrad übrigens auch wurde schwer verletzt. Ja, hier sehen wir einen blauen Pullover, wurde auch schwer verletzt, hat, glaube ich, irgendwo im Bauchbereich oder Rippenbereich, irgendwo seitlich hat auf jeden Fall ein Messer bekommen, musste auch notoperiert werden. Konrad wünschen wir natürlich auch alles Gute. Ja, Konrad war wirklich auch immer, also wirklich habe ich sehr, sehr positiv in Erinnerung. Top-Mann, ja. Sehr, sehr lieber Mann, aber immer stabil, nie zurückgewichen. Und man sieht ja auch er hat sich direkt auf den Attentäter gestürzt. Also auch hier liebe Grüße an Konrad, falls du zuschaust. Vielen, vielen Dank auch an deinen Einsatz. Und vor allem war man Shakirem, der war ja auch bei uns in Wuppertal mit dabei. Auch wirklich ein Top-Mann, mit dem wir auch geredet haben. Ja, ja, Warmann kenne ich auch. Natürlich, der ist auch aus Wien. Ich kenne den auch gut. Ja, und hier sehen wir Stürzi, wie er jetzt die Plakate hält. Und da, er beobachtet, er ist 3 Meter entfernt. Ja, 3-4 Meter ist er da gerade von Stürzi entfernt. Wahnsinn. Ja, definitiv. Also da vorne stand er noch hier neben einer Frau. Und da habe ich mir auch gedacht, wie die sich in dem Moment gefühlt hätte, wenn die gewusst hätte hier, dass neben ihr ein Attentäter steht. Da läuft es dir echt kalt den Rücken runter. Ist echt so. Unfassbar. Ja. Ja, Kameramann soll auch was, wie sagt man, gespürt haben, dass das mit dem was nicht stimmt. Da muss ich noch sagen, wir haben, wie gesagt, von dem Mann mit der Mütze vorher gesagt bekommen, da sind rechts Leute, die wollen pöbeln. Und wenn die Straftaten begehen sollten oder Ärger machen sollten, dass wir die dann von der Kundgebung ausschließen. Deswegen sind wir da auch später rüber und haben geguckt. Das waren die Kinder da, die da schon angefangen haben zu pöbeln. Und wie gesagt, wir waren von Anfang an eigentlich schon sehr vorsichtig, wenn irgendwas gelaufen wäre. Sei es jetzt Beleidigung, Pöbeln oder so. Die wären sofort von der Veranstaltung ausgeschlossen worden. Ja. Ja, in dem Video ist er sogar verpixelt. Ich weiß jetzt nicht, warum man den Attentäter verpixelt, aber gut, das Video hat jetzt jemand geschnitten und bearbeitet. Ja, also hier nichts Auffälliges, spulen wir vor. Und da sehen wir ihn jetzt. Aber da war da nicht in dem Moment schon der, hier der Iranisch, mach nochmal ganz kurz zurück, da rechts neben dem Baum. Noch ein bisschen weiter. Lass mal laufen. Da, stopp, hier. Ist der da schon? Ja, ich glaube schon. Ja, der, auf den fälschlicherweise der andere Helfer eingeschlagen hat, weil er ihn für den Attentäter hielt. Aber das war in Wahrheit, einer der wichtigen. Wie gesagt, alle waren wichtig. Alle, die auf ihn los sind, haben wertvolle Zeit gewonnen. Aber gerade er war sehr, sehr entschlossen. Und ich glaube auch irgendwie so Kampfsportler oder sowas. Und das müsste er sein, ja, weil der hatte auch so schwarze Jacke, weiße
Hose, also der kommt jetzt auch so langsam zur Kundgebung. Also in dem Moment, vielen, vielen Dank auch nochmal an dich, wenn du das hören solltest. Ja. Vielen Dank, dass du uns geholfen hast, dass du uns auch wirklich geholfen hast, Leben zu retten. Auch du bist ein Held. Ja, meld dich, falls du das siehst, kontaktiere mich bitte, meld dich, kannst auch anonym bleiben, aber ich würde sehr gerne auch mit ihm in Kontakt treten, weil das, was er gemacht hat, war natürlich Wahnsinn. Und der musste auch aufpassen, nicht erschossen zu werden, denn man sieht ja, wie er wegrennt und die Hände hebt, weil, es war komplett unübersichtlich. Die Polizisten sind ja dann da quasi drauf und der eine zieht die Waffe, dann fallen Schüsse. So ein Schuss kann auch daneben gehen. Also das war eine extrem gefährliche Situation für alle, auch für die Helfer. Ja, für die Helfer am meisten. Ja. Gut, dann schauen wir weiter. Da stehen drei Polizisten. Da sehen wir hier Monika, interessierte Passanten. Du hilfst Stürzenberger mit den Plakaten. Wie immer fleißig, der Moritz. Das ist auch immer so ein Ritual von uns am Anfang. Die Plakate, damit wir da auch direkt rankommen, wenn die Stichpunkte kommen. Im Hintergrund hier unser Kameramann. Checkt nochmal die letzten Soundeinstellungen. Hier in dem Moment, da wo der Mann mit der Schiebermütze war, ich meine, der hat uns dann nochmal drauf hingewiesen gehabt. Auf was? Auf was? Mit den Pöblern, meine ich, war das hier. Okay. Ja. Ja, 7400 Zuschauer live, neuer Rekord. Vielen, vielen Dank an alle Zuschauer und mich freut es, dass so viele Leute jetzt auch dadurch aufgewacht sind, interessiert sind und sich allgemein an der sachlichen Aufklärung über den politischen Islam interessieren. Und wie gesagt, wir haben heute, wer es noch nicht mitbekommen hat, Moritz zu Gast, der live dabei war, der eingeschritten ist, der heldenhaft eingeschritten ist, der selbst schwer verletzt wurde, der einen Oberschenkelstich bekommen hat, wo das Messer auf der anderen Seite des Oberschenkels wieder rausgekommen ist. Und du musst dich erstmal wiederholen. Ich meine, das war bestimmt jetzt auch ein bisschen unhöflich von mir, aber wie geht's dir eigentlich mental so? Ich habe dich noch gar nicht gefragt, so kannst du das verarbeiten? Ja, also ich sag mal, in dem Moment, wir können das meinetwegen so machen, wenn diese Tat vorbei ist, dann würde ich da gerne drüber reden, weil ich würde das gerne erstmal alles nochmal vor Augen sehen. Und dann können wir da gerne drüber reden, weil ansonsten nehme ich wahrscheinlich einiges schon vorweg. Alles klar, gut. Dann schauen wir weiter. Also da steht ihr jetzt, du mit Stürzenberger, wie immer die Plakate am Aufbauen. Das dauert ja auch meistens auch schon so 2-3 Stunden, oder? So. Ja, also Plakate gehen tatsächlich relativ schnell. Die sind ja schon ein bisschen vorsortiert. Wir haben ja die verschiedenen Kategorien. Aber ja, meistens halt mit den Plakatständern. Michael braucht halt immer so, um die passenden Plakate aufzurufen. Ne? Ach ja, und übrigens, da vorne war auch ein Plakat von Thorsten Frei hier, von dem CDU-Mann, war auch hier vorne, mit der sich dazu auch jetzt geäußert hat. Also hier waren CDU-Plakate, CSU-Plakate, hier vorne stand auch noch ganz klar dran. Unsere Kritik richtet sich nicht gegen Moslems, sondern gegen den politischen Islam, stand auch nochmal ganz klar dran. Ja. Jetzt eine Frage, Moritz. Schau, da kommen jetzt von links der mit der gelben Jacke und ich habe die eine Aufnahme, also in der 27-Minuten-Aufnahme, die habe ich auch noch, die können wir uns auch anschauen, sieht man, dass direkt bei der Tat zwei junge Migranten auffällig schnell sich dem Ort entfernen. Also die fangen an, auf einmal wegzulaufen. Und das war komisch und man kann jetzt natürlich nur spekulieren, aber meine Überlegung war, wussten die etwas? Denn es war einfach so unnatürlich, die Tat passiert, es ist noch voll der Tumult und andere sind zum Beispiel einfach so, haben weitergeschaut oder sind stehen geblieben, aber die sind weggerannt, wie so reflexartig, als ob sie was damit zu tun hätten. Ich meine, wieso rennt man dann einfach weg? Will ich nicht sagen, wie gesagt, kann auch einfach reflexartig sein, dass man wegrennt, ja, wie die Polizistin zum Beispiel. Aber das war wirklich sehr, sehr, sehr seltsam und die sollte die Polizei auf jeden Fall vernehmen, diese zwei, weil die laufen mir sehr komisch und sehr schnell weg.
Also, ich sag mal, von meinem ersten Eindruck, den ich davon hatte, waren das mehr nur so junge Hüpfer. Man kennt das halt, diese arroganten, wenn ich das jetzt mal so sage, die pöbeln, nichts drauf haben. Wenn wir uns die Klasse anschauen, also die Liga anschauen, in denen der Täter spielt, beziehungsweise wie der Täter vorgeht, ich weiß nicht, ob der sich mit, also ich sag mal so, ich traue denen, das sind Kinder. Ich traue denen nicht zu, dass wenn die in so einen Plan involviert wären, dass die dann eine positive Leistung mitgebracht hätten, sage ich ganz ehrlich, weil das war, und das werden wir auch gleich noch sehen, an sich war das schon professionell, wie der Täter dieses Attentat begangen hat. Das muss man wirklich leider so sagen. Und auch wie der die Schutzweste des Polizisten zurückgezogen hat, in einer strukturierten Bewegung und zweimal hintereinander drauf eingestochen hat. Also wirklich nicht, dass er zu weit ausgeholt hat und auch nicht zu kurz. Das war, wie gesagt, der Täter, das kann man eigentlich schon sagen, war ein professioneller Anschlag des Täters, leider. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Schauen wir weiter. Also hier ist er auch dann sehr nah. Ja, da steht er auch 2, 3 Meter entfernt zu euch. Beobachtet weiter. Aber schau, ich sag dir eine Sache. Wir hatten oft solche Situationen und oft wirklich Leute, die ähnlich wie der aussahen, die herumgeschlichen sind. Und ich will ganz ehrlich, ich sag dir eins, ich will nicht wissen, wie vielen Anschlägen wir schon entgangen sind. Das heißt, dass jemand mit der Anschlagsabsicht gekommen ist, aber dann im letzten Augenblick dann doch Lampenfieber, Angst bekommen hat. Ja, es sich anders überlegt hat. Denn es gibt auch eine Aussage, es gibt auch von der Polizei in einem Bericht, ist es auch statistisch aufgeführt, wie, ich habe es jetzt nicht mehr genau, die genauen Zahlen im Kopf, aber es wurden wirklich massig Dutzende junge muslimische Migranten mit Messern in der Nähe von Kundgebung angetroffen. Das heißt, es gab oft, dass der Zuschauer das versteht, es gab oft die Situation, uns ist jemand auffällig und dann gehen wir hin zum Einsatzleiter oder jemand von uns geht zum Einsatzleiter und sagt, hey, seht ihr den und den, der ist sehr, sehr komisch, der hat auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwo eine Beule auch und so weiter, vielleicht hat er ein Messer, vielleicht da, könnt ihr den bitte kontrollieren. Und dann ganz unauffällig, abseits der Kameras, sind Polizisten hin, manchmal auch in Zivil, meistens in Uniform, und haben den mal kurz mitgenommen, kontrolliert und bei vielen wurden auch Messer gefunden. Ja, Und da gab es wir in können, Wuppertal. In Wuppertal gab es, meine ich, eine offizielle Pressemitteilung damals, wo du auch mit dabei gewesen bist. Da wurde bei Jugendlichen wurde ein Messer gefunden, was ausgetauscht wurde unter den Jugendlichen. Und an dem Tag, wir waren da wirklich in der Kette und haben da Michael beschützt. Und das Ding ist halt, wenn da einer vor uns gestanden hätte in der Menschenmenge, und man muss sich das so vorstellen, in den Livestreams ist das so, die Qualität ist oft sehr gut von der Audio her. Aber du kriegst fast gar nichts teilweise aufgrund der Lautstärke mit, musst teilweise ein bisschen näher rangehen und so. Da musst du einfach nur nett sein, das Ohr ein bisschen hinhalten, damit du was hörst. Zack, kannst ein Messer im Hals haben. Also das ist so schweinegefährlich, sich mit diesen Leuten auch zu beschäftigen. Aber, und das hat Michael gesagt, es ist wichtiger denn je. Und dieser Anschlag ist das beste Beispiel, warum unsere Arbeit so wichtig ist. Ja, und wie gesagt, wir können nur mutmaßen, wie vielen Anschlägen wir schon entgangen sind, dadurch, dass die Polizei dann rechtzeitig kontrolliert hat, ihnen das Messer abgenommen hat oder sich der Attentäter sich anders überlegt hat. Ich hatte wirklich so zwei, nicht immer, aber so 2, 3 Mal hatte ich das Gefühl die Zuschauer wissen ja, wie viel Erfahrung ich da in dem Bereich habe und dass ich diese Leute sehr gut kenne. So 2, 3 Mal sind mir wirklich Leute aufgefallen, wo ich sage, genau, der passt perfekt ins Profil des Attentäters. Der verhält sich professionell, der versucht unauffällig zu sein und der ist auch für alle anderen unauffällig, nur für uns nicht, für mich nicht und für andere, die sich damit auskennen. Und der verhält sich komisch und man merkt direkt, dass er uns
dass er uns, ob, dass er den Ort auskundschaftet. Ja, der schaut sich um, so, wie, wo kann ich abhauen, wo ist die Polizei, wo bewegen sich die Redner und so weiter. Also da können wir nur mutmaßen, aber ich bin mir sicher, dass so der ein oder andere mal gekommen ist mit der Absicht, das zu machen, was am Freitag gemacht ist. 100%, wenn nicht mit einem Messer, dann mit der Faust. Also wie oft wir schon, da, wie gesagt, da kommen wir später auch noch zu. Einfach, dass Leute auf uns losgestürmt sind, Michael in den Gorilla-Griff genommen worden ist, da Eierwürfe gekommen sind, Feuerzeugwürfe. Ich erinnere mich an den Polenböllerwurf in Gelsenkirchen noch. Also wir können so viel beschreiben, ja, was da bereits alles schon vorgefallen ist in der Vergangenheit. Wie gesagt, weil sie das hier gerne ist definitiv, da. Ah, sorry. Ja, das, ja, also das hier ist definitiv der Höhepunkt von allen Gewalttaten gewesen. Aber hier siehst du in Bielefeld, wo du auch vor Ort gewesen bist, da sehen wir jetzt auch, was da gleich passiert. Ja, deswegen würde ich gleich sagen, schauen wir uns das mal an. Ich kann mich da sehr gut erinnern an die Kundgebung in Bielefeld. Ja, da ging es richtig ab. Und da waren auch wirklich aggressive junge muslimische Migranten. Und da hat einer eben versucht, durchzukommen. Ja, schauen wir uns das mal an. Weil sie gerne dort sind, in einem wohlhabenden Land, wo man wunderbar Geld verdienen kann, wo man sogar in der Knesset, im israelischen Parlament, die politischen Geschicke... Und da ist er. Also, und ich hab diese Gruppe beobachtet. Da, also das war eine ganze Gruppe hier, auch der im grünen Pulli, vielleicht sieht man das jetzt, zwischen den Polizisten ist links der schwarze Haare, Bart, grüner Pulli und dann der neben ihm auch schwarze Haare, schwarzer Bart. Und das war eine Gruppe von Islamisten, von Salafisten, die vom Bahnhof gekommen sind und die sind schon so gekommen, wo ich schon gemerkt habe, ey, die wollen was machen. Und dann sieht man eben... wie er versucht, da durchzukommen. Ja, Leute, wie gesagt, über den Link könnt ihr uns unterstützen, Moritz unterstützen. Heute gehen die Einnahmen an Moritz als Dank für seinen heldenhaften Einsatz. Und ja, jetzt schaut nochmal genau hin. Ja, und jetzt löst er sich. Er schiebt den Polizisten beiseite. Und dann wird er von diesem Unterstützer, ich habe den Namen vergessen, der wirklich sehr, sehr gut war, der ihn hier an der Schulter am Kragen packt, wird er quasi in letzter Sekunde als letzte, ja, kommt er nicht durch und wird von ihm gepackt und festgehalten, bis er dann zu Michael, ja, ansonsten wäre er zu Michael durchgekommen. Da. Ja, und da sieht man noch mich, da bin ich auch ich dann, wollten wir so quasi drauf auf den, aber der lag dann schon am Boden, die Polizei war auf ihn drauf und die hatten das dann auch unter Kontrolle. Ich meine, wie viele Anstürme wir da schon erlebt haben. Also solche Anstürme fallen mir jetzt locker ein Dutzend ein. Köln, wie gesagt, in Herford werden wir auch noch zu kommen. So viele Sachen, wo man jedes Mal damit rechnen musste, dass es entweder hier zu sowas kommt, dass die einen umtackeln wollen und halt krankenhausreif schlagen wollen, je nachdem sogar ein Messer dann halt noch haben. Ich meine, wer weiß, ob derjenige nicht dann in die Tasche greift, wenn der am Boden liegt und dann ein Messer zückt und dir das in den Hals schlägt, weißt du? Das kannst du bei so Leuten nie wissen, weil Islamkritik, und das muss man wirklich so sagen, ist lebensgefährlich. Es ist lebensgefährlich, weil Kritik am politischen Islam mit dem Tod bestraft wird. Salman Rushdie, das hat Michael auch gesagt, wenn du im Krankenhaus liegst und du bist wegen so einer Sache dann halt da drin, dann machst du dir auch schon Gedanken, boah, Salman Rushdie hat ein Auge verloren, der ist hier Hamid Abdel Samad dauernd unter Polizeischutz, hier Seran Atesh, die ist zwar eine modern eingestellte Muslime, aber auch Polizeischutz. Das sind wirklich keine angenehmen Aussichten, aber du denkst dir, irgendjemand muss darüber aufklären, weil was willst du machen? Willst du der Islamisierung einfach zuschauen? Willst du einfach zuschauen, wie radikale Muslime sich alles rausnehmen können? Und an diesem Tag, beziehungsweise an dem Tag danach, was war da noch? In Köln, eine Frau ist mit einem Messer amok gelaufen. In Hagen hat ein Mann, ein Türke meine ich, seiner Frau in den Kopf geschossen, seiner schwangeren Frau. In Bremen. Und die hatte Kopftuch, die Frau. Ja. Also die waren schon islamisch konservativ, sage ich mal. Ja, also allein nur an zwei Tagen 5 oder 6 Messerattacken zusätzlich zu unserer noch. Ja, Wahnsinn, ja.
Mir fällt gerade auch so ein Best-of ein, den mal so ein Unterstützer gemacht hat, wo ich noch auf den Kundgebungen war, 2022. Da warst du ja auch dabei, da waren wir alle gemeinsam. Das war so, ich würde sagen, das stärkste Jahr. Damals, als wir Ja. auch, als die BPE auch dann von 900 Mitgliedern auf 1600 gewachsen ist. Und da sieht man so ganz so Ausschnitte, wo es auch so heikle Situationen gab. Können wir uns ja kurz mal anschauen. Ja, Irfan, sollen wir gerade noch uns den Rest anschauen, gerade von dem Attentat? Weil ansonsten, wir haben jetzt Ja. so oft Pause gemacht, dann können wir das gleich gerne machen. Genau, dann schauen wir uns das mal zu Ende an und dann so ein bisschen über die Hintergründe und die ganze Vorgeschichte, sage ich mal, dessen. Ja, jetzt bewegt er sich. Genau, und die zwei meinte ich. Die zwei, da sehen wir Konrad und dich. Und da die zwei, also der eine in gelber Jacke und der andere mit der grauen Jacke, die dann weggelaufen sind. Wie hast du diese Sekunden jetzt erlebt, wo der Attentäter sich quasi ranschleicht und dann Michael angreift? Wie hast du diese Sekunden erlebt? Also tatsächlich, wie gesagt, ich war mit Konrad am Reden. Ich habe gar nicht wirklich drauf geachtet, dass Michael da Plakate, weil der hinten hat, meine ich, glaube ich, noch ein Plakat gefehlt. Da wollte der noch eins hinmachen. Und das ist halt so Michael, ne? Der sucht sich halt einfach die Plakate aus, die passen. Und da war auch nie so ein Thema bei. Und aber von jetzt auf gleich, wo wir gehört haben, wie der was gepoltert hat, wie der zu Boden gefallen ist. Wir hatten noch nicht mal eine Sekunde Reaktionszeit. Ich habe mir auch nicht überlegt, ob was passieren könnte. Ich bin einfach rübergerannt, weil Michael war in Lebensgefahr. Das hat man in dem Moment gemerkt, als der da auf den zugerannt ist. Und Der da hat mit denkst seinem du, Leben gekämpft, ja. ja, da denkst du nicht darüber nach. Jede Sekunde, die du da länger nachdenkst, kann das Leben von Michael kosten. Ja, genau. Also hier sieht man dich auch. Du warst hier mit Konrad im Gespräch und Michael dort mit den Plakaten. Und kurz darauf ist es dann passiert. Aus welcher Richtung kam der Attentäter jetzt, so wie wir das Bild haben? Aus welcher Richtung kam der? Also der ist relativ gerade auf den zugelaufen, würde ich sagen. So ein 80-Grad-Winkel ist der auf den zugelaufen. Der ist ja jetzt ganz entspannt, schlendert der darüber und Michael ist ja hier. Ich meine, Michael ist noch ein bisschen weiter hinten gewesen. Der hat den da ja ans Auto hinten rüber gedrängt. Vor die Ja. Schnauze vom Auto rechts hat er den hingedrängt. Hier ja. Und interessant, hier in dem Moment, an dieser Stelle, kann die Polizei von der anderen Seite nichts sehen, weil die Polizei da ist. Das heißt, weder hier an der Seite noch da hinten hatte die Polizei was sehen können. Das heißt, er hat den Moment taktisch abgepasst, den genau dahin zu drängen, dass Aber er warte, wirklich hier Moritz, keiner sieht. die Polizei stand doch jetzt. Zum Beispiel jetzt so, wie wir das Bild haben, stand die Polizei bis vorhin auf, ich sag mal, 14 Uhr. Also ja, von hier Ja. 14 Uhr. Wo waren die Polizisten dann? Wo waren die dann mittlerweile? Also das Nächste, was ich mitbekommen habe, nachdem ich das abgehalten, ist, dass von rechts hier, von unserem Stand, von außen Polizisten angerannt kam. Das ist das Nächste, woran ich mich da erinnere. Also der Polizist, der da geholfen hat, der kam ja erst viel, viel weiter weg angerannt, der im Endeffekt da auch geholfen hat, weißt du? Aber genau, und deswegen, weil schau, wir sehen kurz davor noch, sehen wir drei Polizisten hier jetzt so 14, 15 Uhr dort, die dort standen. Und er schleicht, beobachtet auch die Polizisten, denn er will natürlich, er will Michael umbringen, ja, oder auch euch andere umbringen, ja. Und er schaut, wo ist die Polizei und nutzt dann genau den Augenblick, wo die Polizisten sich wegbewegt haben und wo du mit Konrad im Gespräch vertieft bist und wo Michael dann alleine steht. Er nutzt diesen Augenblick, um dann das Attentat durchzuführen. Ja, möglichst viel Freizeit einfach, die der dann haben will, einfach um dieses Attentat zu begehen, weil, wie du schon gesagt hast, diese ganzen Faktoren sind in dem Moment wichtig, dass er diese Tat halt begehen kann, bevor er eben dabei unterbrochen wird. Und Gott sei Dank waren wir da in der Nähe, konnten da noch schnell hier vorne herlaufen. Ansonsten wäre, schau, ich sage dir ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Wenn du und Konrad nicht so, und Paul, glaube ich, heißt der Dritte, oder? Paul? Ja, der dritte ist Paul, aber wie gesagt, der ist ja mehr
Der will auch nicht so viel, dass man über seine Identität redet, ist auch soweit alles genau. Okay. Ich war auch mit dem Krankenhaus, ich denke, das kann man sagen. Wir haben uns da auch viel unterhalten über das Ganze, was da passiert ist. Und ja, das war schon. Wenn du und Konrad und der Dritte nicht so schnell dazugekommen wärt, Michael nicht zu Hilfe geeilt hättet, wäret, während Michael hier gerade um sein Leben kämpft, wär's vorbei. Ja, also man sieht ja auch, Michael liegt schon am Boden und so weiter. Er hat ihn überwältigt. Der Typ ist ein Kampfsportler, der hat Kampfsport trainiert, der kann mit dem Messer umgehen. Michael ist ein Riese, Michael ist 1,90 und auch sportlich und fit und so weiter. Aber gegen einen Messerangreifer, wie es viele andere Videos beweisen von solchen Taten, hat man so gut wie keine Chance. Und Nein. Wenn ihr nicht gekommen wärt, dann hätte er wahrscheinlich kurzen Prozess mit Michael gemacht und ja. Du kannst ja auch gar nicht ausweichen. Vorne sind die Plakate, die Plakatständer. Links sind die Plakate. Das heißt, so oder so wäre Michael da gestolpert. Das heißt, auch taktisch gesehen ist das in dem Moment für ihn die optimale Lage gewesen, um halt dann auch, ohne dass Michael groß viel Fluchtmöglichkeiten hatte. Ja, und das geht so schnell. Ich hatte einmal die Situation bei der Kundgebung in, ich glaube, Mönchengladbach. Oder Gladbach, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall gab es eine Kundgebung. Ich stand am Gitter und da war ein junger muslimischer Asylant und der war so, die Diskussion hat sich woanders verlagert und der war irgendwie am Gitter und ich meinte irgendwie zu denen so, er war irgendwie frech ist er geworden, da meinte ich so, ey Junge, verzieh dich mal ein bisschen. Ja, irgendwie sowas. Und dann schaue ich so weg und der war so seitlich und auf einmal spüre ich nur so, bam, so einen Schlag. Ja, habe ich nicht mitbekommen. Ja, und ich spüre so einen Schlag und dann ist es so ein bisschen eskaliert. Auf jeden Fall, das geht so schnell. Ja, hätte er ein Messer und der Typ war, was weiß ich, ich bin auch 1,90 und der ist, was weiß ich, 1,70 ja, und wiegt die Hälfte von mir. Aber hätte er mit dem Messer zugestochen, ist es vorbei. Was ich damit sagen will, sich zu schützen, ist so gut wie unmöglich bei diesen Kundgebungen in diesen Situationen. Deswegen, also bei einem Messerangriff kannst du eigentlich auch nur rennen. Das habe ich zumindest von allen Experten gehört. Aber in dem Moment, wenn halt jemand lebensbedrohlich verletzt wird, dann willst du demjenigen helfen. Du willst nicht, dass derjenige dann abgestochen wird und man denkt, ach, hier gibt's nichts zu sehen. Wir halten uns jetzt mal zurück und warten, bis die Polizei eingreift. Die war weg. Wir mussten in dem Moment helfen. Wir mussten eingreifen. Hättet ihr auf die Polizei gewartet, wäre Michael tot. Ihr seid der einzige Grund, warum Michael noch am Leben ist. Ja, also da habt ihr vollkommen richtig gehandelt. Ja, und da sehen wir es. Und dann eilst du noch vor, also du und Konrad, und du bist hier noch vor Konrad beim Attentäter. Ja, und dann ist der Rest verpixelt. Und hier bekommst du den Stich ab. Michael liegt am Boden. Der Attentäter liegt am Boden. Ihr geht auf ihn drauf. Du gehst auf ihn zu. Und in dem Moment kriegst du den Stich in den Oberschenkel. Ja, und was hier jetzt interessant ist, das sieht man nicht, weil es verpixelt ist. Der Täter hat mit dem Kopf, mit dem Hinterkopf zu dieser Statue hat er gelegen. Und er war in der halb sitzenden Position. Das heißt, er war in so einem Schneidersitz nach oben schon. Und er hat mir aus der halben Rückenposition, trotz dieser Schieflage, hat er es geschafft, mir das Messer wirklich gerade über dem Oberschenkel durchzuziehen. Trotz dieser Lage, wo er so halb schräg war, ne, links von ihm war Konrad, rechts von mir war ich. Und er hat mir mit der Rückhand, hat er mir das Messer durchs Bein immer noch trotz dieser Lage gezogen. Die meisten, die da nicht trainiert werden, die hätten da daneben gehauen, aber er hat trotzdem mir zielsicher einen geraden Schnitt trotz dieser Schieflage durch den Oberschenkel gehauen. Ja, das ist heftig, weil, wie du sagst, ich kenne ja das Video und das Unverpixelte haben wir gesehen, er ist quasi wie auf Knien, ja, und bäumt sich auf und er macht es eigentlich nur so aus dem Handgelenk, ohne weit auszuholen und ohne auf beiden Beinen zu stehen und durchsticht dir den Oberschenkel. Wahnsinn, das ist schon eine heftige Kraft, was der da hatte in dem Moment. Ich meine, der ist ja auch fanatisiert, der denkt ja auch, er sieht sich im Dschihad und er ist in dem Moment im Dschihad. Das wissen wir beide, Moritz, brauchen wir nicht sagen, du hast auch genug
Wissen über den Islam und du machst auch super Beiträge. Er sieht sich im Dschihad, das ist sein Dschihad und er ist entschlossen, den in Anführungszeichen Beleidiger des Propheten zu töten, eine Tat für Allah zu machen in Verteidigung des islamischen Propheten Mohammed. Er wollte, und da bin ich mir relativ sicher, an diesem Tag Fisabilillah auf dem Weg Allahs kämpfen und sterben. Er wollte als Märtyrer eingehen, garantiert. Und dem war auch egal, als der Polizist im Endeffekt geschossen hat. Ironischerweise hat er, als er den Bauchschuss bekommen hat, hat er im Endeffekt doch rumgeheult und so. Hat nicht ganz so gelaufen, ne, wie er sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. Aber was ich mir auch vorstellen kann, und da schreibt jemand in den Chat, mich würde die toxikologische Analyse des Blutes des Täters interessieren. Weil wir wissen das oft genug, dass so Leute sich vorher mit irgendwelchen Substanzen oder Drogen abschießen, um eben so einen Fokus zu haben, um eben in dem Moment gefühlslos, gefühlskalt zu sein. Das kannst du bei einem Dschihadisten je nachdem auch so haben. Aber mich würde interessieren, ob der was intus hatte, um eben diese Konzentration und sowas zu haben. Ja, kann sein, aber ich vermute ehrlich gesagt eher nicht, weil ich sag mal, so eine Tat, dieser Blutrausch und die Ideologie, das ist deren Droge. Ja, natürlich, manche verstärken es auch. Hat man auch gesehen am 7. Oktober, die Hamas-Kämpfer haben sich auch vollgepumpt mit irgendwelchen Drogen. Aber so ein richtig fanatisierter, überzeugter, die Ideologie macht's, seine Wahnvorstellungen, die machen's, das ist die Droge, das gibt ihm Adrenalin. Er ist in dem Bewusstsein, hey, in einer Stunde bin ich im Paradies bei den 72 Jungfrauen. Das denkt er ja. Ich töte den Islamhasser, ich habe Mohammed verteidigt, bin dann ein Riesenheld in der islamischen Welt. Sie feiern mich ab, eifern mir nach, ein ungläubiger Käfer-Polizist erschießt mich und vorbei mit dem erbärmlichen Leben als Asylant in Heppenheim, ja, in irgendeiner Wohnbausiedlung, sondern ich bin dann mit den 72 Jungfrauen, liegt da rum, ja, kriegt die Trauben in den Mund gelegt, kann den ganzen Tag mit denen schlafen und so weiter. Ja, mit schwellenden Brüsten, wie es im Koran heißt, ja, bin mit den Jungfrauen mit den schwellenden Brüsten und sowas. Jetzt ist es nicht, aber es war für ihn das Ticket ins Paradies. Wobei, wir müssen natürlich sagen, man weiß ja gar nicht, es heißt immer nur, er ist nicht vernehmungsfähig, aber ich weiß ja gar nicht, wir wissen gar nicht, wie schwer ist er verletzt, kann ja auch sein, dass er doch nicht überlebt, aber keine Ahnung. Also das ist ja jetzt die Frage, also wenn, dann hätte nur ein Prozent davon überhaupt was von der Überzeugung ausgemacht, weil, wie gesagt, wir wissen, dass ganz klar im Koran auch steht, das diesseitige Leben ist nur Spiel und zur Zerstreuung. Es geht nur darum, im politischen Islam, wenn du als Dschihadist Fisabilillah ins Paradies willst, so viel Hassan wie möglich zu sammeln. Und dieser Mann, ich meine, einen einfachen Kuffar zu töten, meine ich, im Kampf Fisabilillah kriegst du ja 100 Stufen im Paradies. Und für Michael Stürzenberger und du, das Lob aus der Community zusätzlich allem drumherum, wir wissen bei Samuel Paty, der Täter wurde gefeiert wie ein Löwe, haben die den in der Community gefeiert. Also auch Postmortem ist das für den. Die haben sowohl den Ruhm aus deren Sicht im Paradies, den Ruhm auf der Erde, die Familie ist stolz auf die werden. Und wir wissen, der kam ja aus Afghanistan. Und in Afghanistan zu dem Zeitpunkt, das ist auch interessant, als er ausgewandert ist, haben wir eine Studie vom PW Research. Und da waren 99% pro Scharia zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass dieser Mann bereits schon von klein an großgezogen worden ist im Dschihad und diese Überzeugung auch mitgebracht hat. Das Interessante ist jetzt, er ist nie auffällig geworden, so steht es zumindest im Bericht. Dieser Mann hat wie viele Jahre hier in Deutschland als Schläfer unerkannt gelebt, ist mit einem totalitären Gedankengut an sich schon eingereist. Und in den letzten 3 Jahren, das steht auch im Artikel der Jungfreiheit, hat er sich den Bart wachsen lassen und hat sich nochmal weiter radikalisiert. Ja, und was wir auch noch sagen müssen zu den Hintergründen, weil ich meine, über 8000 Zuschauer jetzt, ja, da werden auch viele neue Leute dabei sein, die jetzt nicht meine 100 anderen Livestreams kennen und die vielleicht auch nicht 50 Stunden Kundgebungen hinter sich haben. Als Hintergrund, der Märtyrertod ist im Islam der einzig sichere Weg ins Paradies. Das müsst ihr euch merken. Und Allah sagt ja auch im Koran, sie töten auf Allahs Weg und werden getötet. Und das ist der Pakt, den Allah mit den Gläubigen abschließt, dass er sagt, tötet für mich
Und wenn ihr getötet werdet, dann bekommt ihr, bekommt ihr das Paradies. Und das ist der einzige sichere Weg. Alles andere, du kannst für deine Sünden in die Hölle kommen, von Allah bestraft werden. Aber wenn du als Märtyrer stirbst im Dschihad, ja, und Dschihad ist Kampf gemeint und nicht Kampf gegen den Schweinehund, sondern ein physischer Kampf mit der Waffe, dann ist das der einzige Weg ins Paradies. Und das hat er halt einfach ernst genommen, so wie es in den islamischen Quellen steht, und ja, hat es halt einfach umgesetzt. Ja, das Kranke ist halt, meines Wissens werden die Gläubigen in den Gräbern geprüft, die nicht in den Dschihad gezogen sind. Das heißt, da wird am jüngsten Tag wird abgewogen, wie viele gute Taten hast du getan, wie viel Hasanat hast du gesammelt und wie viele Sünden hast du begangen. Und dann wird aufgerechnet und für die schlechten Taten kommst du dann, wenn die überwiegen, kurz ins Höllenfeuer und später ins Paradies. Aber Mohammed hat ganz klar gesagt, und das ist eben der essentielle Bestandteil für Attentäter des politischen Islams, das Paradies liegt unter dem Schatten des Schwertes. Wer in Fisabilillah auf dem Weg Allahs stirbt, der kommt direkt ins Paradies, da wird nicht abgewogen, da hat man nicht diese Wartezeit, da kommt man direkt ins Paradies. Und das ist eben ein Bestandteil des politischen Islams, den wir unbedingt verbieten müssen, weil das macht aus so Leuten wie ihm Märtyrer, und das ist das praktische Beispiel, wo es angewandt wurde. Ja, und dann zum Schluss, damit wir das noch beenden, du gehst auf ihn zu, er sticht dann und dann merkst du den Stich. Wie war dieser Moment? Du gehst auf ihn, ihr geht auf ihn drauf und dann spürst du den Stich, du hältst dir an den Oberschenkel. Hattest du Todesangst? Was hast du gespürt? Hast du Schmerzen gespürt oder durchs Adrenalin hast du da gar nichts gespürt? Wie hast du diesen Moment empfunden? Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil in dem Moment, also zuerst habe ich einen stechenden Schmerz gemerkt. Dann habe ich gemerkt, scheiße, da läuft aus meinem Bein Blut raus. Also das Blut ist, als es schon rausgekommen ist, sah das schon geronnen aus. Also das war jetzt nicht so ein bisschen dunkles Blut, sondern das waren wirklich schon, dass mein Bein war innerhalb von wenigen Sekunden, war das schon blutüberströmt. Und du hast einen stechenden Schmerz gespürt und du dachtest dir, scheiße, hoffentlich rennt er nicht nochmal auf dich zu, weil du siehst auf der einen Seite hier, du bist jetzt verletzlich. Der hat dir einen Stich verpasst und hier, wir sehen ja, Konrad hat als nächstes was abbekommen. Ich bin stehen geblieben, weil ich mir dachte, scheiße, ich kann mich ja jetzt nicht weiterhelfen, weil ich war bewegungsunfähig. Du hältst dir erstmal das Bein, weil du denkst, okay, du musst jetzt den Blutfluss erstmal abstoppen, weil du willst natürlich in dem Moment auch nicht verbluten, denkst dir, okay, da sind zum Glück jetzt noch andere, die helfen. Aber in dem Moment, wo das Blut halt so rausgeströmt ist, aus der Wunde raus, realisierst du den Schmerz einfach viel, viel später. Du denkst dir einfach, du stehst jetzt einfach, musst in dem Moment gucken, dass du nicht komplett getötet wirst, dass er nicht noch einen Nachstich setzt, der dann letal ist. Ja, und hier dieses Foto zeigt es gut. Man sieht dich hier links und Konrad und dann sieht man das Messer direkt in seiner Seite drin. Hier, die Hand mit dem Messer des Attentäters direkt rein. Unfassbar. Ja. Wahnsinn, also dass Konrad das auch überlegt hat. Wahnsinn, schau dir das an. Also, Konrad, Gott sei Dank, den haben wir jetzt aufgespürt. Der war ein paar Tage, hatte der sein Handy nicht gehabt, weil die Polizei das eingesackt hatte. Deswegen war auch eine schlimme Zeit, weil wir wussten nicht, was ist mit dem los. Und hier fragt jemand, ob ich noch Schmerzen habe. Also ich merke den Stich noch sehr, sehr stark, ja. Aber Gott sei Dank, nochmal, Gott sei Dank hat er weder die Hauptschlagader erwischt, noch hat er, also die Gelenkkapsel ist angekratzt. Da konntest du von außen, hat mir der Arzt gesagt, mit dem Finger reingehen in die Gelenkkapsel rein. Und ja, der hat meine Gelenkkapsel schon erwischt, aber Gott sei Dank jetzt nicht, dass der die mir zertrümmert hatte. Und wenn es nach oben gewesen wäre oder nach unten, in beiden Fällen hätte es zu einem größeren Blutverlust und sogar zu irreparablen Schäden geführt. Also ich konnte froh sein, dass der in dem Moment nur das Fleisch erwischt hatte, ein paar Sehnen, aber jetzt nicht die Adern. Ja, also wenn ihr Moritz unterstützen wollt, dann hier könnt ihr über Tipeee-Stream eure auch Grüße und Botschaft an Moritz hier mitteilen, welche ich auch hier laut vorlesen werde. Ja, wir werden auch natürlich jetzt weitermachen, aber jetzt nochmal zu dir, Moritz. Was hat das jetzt konkret für Folgen? Ich meine, kannst du überhaupt richtig laufen? Wie wird das jetzt behandelt? Was ist das mit, was wird, was, wie viele, welche Folgen wird diese Verletzung für dich haben in deinem Leben?
Ja, also der Arzt hatte die Wunde, wie gesagt, erstmal ausgespült, dann natürlich desinfiziert. Und ich konnte jetzt, also bis heute Morgen konnte ich nur noch mit Krücken gehen. Also dann habe ich Stück für Stück, ich musste das Bein halt ein bisschen belasten, aber du weißt halt, dass zwischen deinem Bein halt eine mindestens 4 Zentimeter breite Wunde ist, zusätzlich komplett durch. Und das ist so surreal, die ganze Zeit das zu spüren. Und der Arzt meinte, knapp 4 Wochen kann es bis zur Genesung dauern. Ich hoffe, dass danach keine weiteren Schäden entstehen, dass sich da nichts entzündet oder so. Aber Gott sei Dank, ich habe danach ja auch mich hinsetzen müssen. Ich habe erstmal geguckt, kann ich meine Zehen noch bewegen? Kann ich meinen Fuß noch irgendwie bewegen? Oder hat er einen Nerv durchtrennt, dass da gar nichts mehr geht? Das war in dem Moment so. Du denkst halt, muss dein Bein je nachdem amputiert werden oder so. Über so Ja. Sachen machst du dir dann Gedanken, wenn du da sitzt. Wahnsinn, Wahnsinn, Moritz. Wirklich, ich bin beeindruckt und vielen, vielen Dank, Moritz. Du hast wirklich Mut bewiesen, wirklich unfassbar. Ja, ich zieh den Hut vor dir und auch die 8000 Leute sind sicher wirklich beeindruckt, einfach nur auch für dein Opfer. Ja, danke für dein Opfer, welches du gebracht hast und dass du auch dein Leben riskiert hast und mit quasi da beteiligt warst. Michael sein Leben zu retten und auch das von anderen Menschen. Also wirklich Also, alles Gute und meine Unterstützung hast du, Moritz, egal was du brauchst. Ja, ich melde dich auch bei dir. Ich werde auch dann jetzt demnächst also jetzt die Woche in Deutschland sein und so weiter. Und egal was du brauchst, also sag Bescheid. Du hast unsere Unterstützung. Ich will, dass du das weißt. Ich sag's hier vor 8000 Leuten und 10.000 werden sehen. Du hast meine Unterstützung und die Unterstützung von vielen Leuten. Denk nicht, dass du alleine bist oder was weiß ich, oder fall jetzt nicht in Depressionen oder was weiß ich, oder irgendwelche, weiß ich mein. Wir sind mit dir, wir unterstützen dich und egal, was du brauchst, wir werden dir helfen. Vielen, vielen, vielen Dank, Irfan. Auch vielen Dank an die Community. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich sehe die Narbe, die ich davon behalten werde, sehe ich ganz ehrlich als Zeichen meiner Zivilcourage an, weil Gott sei Dank, dass wir eingegriffen haben. Von uns ist zum Glück keiner lebensgefährlich verletzt worden. Leider hat es den Polizisten erwischt. Aber ich sag mal, wir haben uns die Schmerzen untereinander, kann man ja eigentlich so sagen, geteilt. Jeder, der weniger gewesen wäre, wie du schon gesagt hast, hätte mehr Zeit für den Attentäter bedeutet und ein höheres Risiko, dass, ich sag mal so, in dem Sinn haben wir ein geteiltes Leid gehabt. Wir haben alle ein Schweineglück gehabt, dass wir da alle lebend rausgekommen sind. Aber ich sehe es ehrlich gesagt als ein Zeichen, mein persönliches Zeichen für Zivilcourage an. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber ich werde die Narbe werde ich persönlich in Ehren halten, weil es für mich einfach ein Zeichen ist, dass ich dabei geholfen habe, auch mit Leben zu retten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ehrt dich, ja, und diese Narbe wird dich immer daran erinnern, dass du Leben gerettet hast und dass du ja, dass du diese Opferbereitschaft hattest, Leben gerettet hast und ja, wirklich heldenhaft in dem Moment auch gehandelt hast. Vielen Dank. Ja, Ja, das ist und mein Eindruck. genau, das Video, was ich abspielen wollte, also so ein Unterstützer hat mal so ein Best-of gemacht. Da sieht man einfach Situationen, die auch heikel waren, ja, von 2022, als es richtig abging. Das zum Beispiel, das war in Wuppertal, ja, da wirst du dich bestimmt auch noch erinnern, ja, in Wuppertal. Wo ist euer Isa? Ja, Isa? spul mal Ja. vor. Ja, Ja. Isam Bayan damals. Uns gar nichts. Ja. Dann hier, Köln. Ja, hier zum Beispiel. Da sieht man, also ich lasse das mal laufen, dass man sieht, was da abging. Hier. Also da sieht man Michael im Gelben, mich im weißen Hemd. Da ist einfach einer einfach vorgedrungen und wollte sich einfach ein Plakat schnappen oder wollte zu uns durch. Und dann haben wir hier alle gemeinsam, Michael, Chris, andere Ordner, Helfer und haben den dann quasi zurückschubsen müssen. Ja, hier war. Ja, da war ich auch vor Ort. Das war meine zweite Kundgebung tatsächlich Ja. damals. Zuerst geredet habe ich, meine ich, ach komm, sag schon, mit M war das. Diese komplette linke Stadt, weißt du, wo ich meine? Da waren wir jedenfalls von der Antifa, waren wir da, ach,
komme gleich drauf. Jedenfalls, da waren wir... Mal. Nee, nicht mal. Sondern, nee, das war auch in NRW. Jedenfalls, da waren wir komplett Marburg. Von der Antifa umzingelt. Mhm. Nee, das war nicht mal, das war... Münster. Münster war es. Münster habe ich meine erste Rede gehalten. Und sowas, wenn man mal ein bisschen drin ist, ja, wenn man ein bisschen mal im Verein drin ist, dann merkt man, man will mehr tun. Also man will, wenn man es kann, nicht nur Plakate halten, sondern man will auch aktiv daran teilhaben, dass der politische Islam eben zurückgedrängt wird. Weil wenn man mal live vor Ort ist und wirklich an die Leute jetzt, es wird ein neues Sicherheitskonzept geben, kommt zu den Kundgebungen, schaut euch an, was da passiert. Schaut euch an, was der politische Islam für Auswirkungen hat. Das ist immens wichtig, dass wir uns dem besonders jetzt entgegenstellen. Und es liegt jetzt wirklich an uns, dass Mannheim nicht eben eine Eintagsfliege bleibt, sondern dass es der Staatsschutz wird, dass wir wirklich jetzt mal endlich was ändern können und der politische Islam zurückgedrängt wird und Deutschland wieder zu einem sicheren Land wird, in dem die Migranten, die wirklich hier auch mit uns zusammenleben wollen, die auch wirklich hier für Demokratie, für Freiheit, für unsere Grundrechte stehen, dass die sich mit uns zusammentun gegen die Anhänger des politischen Islams, eben um dagegen vorzugehen. Das ist immens wichtig, dass wir diese Verbündeten haben. Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt da mehrere Aufnahmen, die habe ich aber gestern auch schon, auch in der Honigwabe haben wir uns die angeschaut und so weiter. Also das hat sich schon angebahnt und es hat sich gezeigt, dass da, es hat sich schon angekündigt, dass es mal dazu kommen wird. Jetzt gehen wir mal auf all die Grüße und Fragen und Kommentare ein, wo sich wirklich sehr, sehr viele hier angesammelt haben. Da sind bestimmt auch Fragen an dich, Moritz. Also wir wollen auch jetzt den immer noch fast 8000 Zuschauer die Möglichkeit geben, dich zu fragen. Ja, dafür hast du dich ja auch heute zur Verfügung gestellt. Und also Irfan, ich hab heute Zeit mitgebracht. Ich meine, ich kann ja jetzt nicht irgendwo hin, also ich habe Open End, wir können uns ruhig Zeit nehmen. Sehr gut. Ja, zum Beispiel Christian Steifen, ich weiß, es ist nicht viel, aber für deinen Heldenmut geht auch meine Unterstützung raus. Wir müssen alle zusammenhalten. Scheinwiderstand Z, alles Gute Moritz, das war eine heldenhafte Tat von dir. Akela, gute Besserung an Moritz, niemals aufgeben und jetzt erst recht, danke für eure Arbeit. Schnuppi, danke für deinen Mut, Moritz, und gute Besserung und danke, Irfan, dass du ihn eingeladen hast. Deine Perspektive ist sehr interessant. Danke an Spanischer Kreuzritter, dann danke an Button. Moritz, du bist einer der Menschen, die an diesem dunklen Tag das Leben von unserem Michael gerettet haben. Du hast viel Mut und Tapferkeit bewiesen und das werden wir dir alle niemals vergessen. Bitte pass auf dich auf. Danke. Alexandra, danke für deinen Stream. Gute Besserung an Moritz. Muselflicker, bleib stark. Erhol dich gut. Du hast unsere volle Unterstützung. Balthasar, hat jeder offizielle Ordner eine Armbinde und ist das der Polizei bekannt? Also weiß die Polizei, wer Ordner ist und wer nicht? Ja, also die Ordner haben ja immer so Binden und daran erkennt man die natürlich. Ja, und wir müssen auch vor den Kundgebungen, fragt die Polizei auch ganz genau, wen können wir als Ordner eintragen. Also meines Wissens nimmt die Polizei auch die Personalien der Ordner auf. Ja, und Monika so quasi als Chefordner ist da immer so der Ansprechpartner quasi. Ja. Victor, danke für eure wichtige Arbeit und gute Besserung, Moritz. Manuel 487, Moritz ist ein wahrer Held. Danke, Almut. Welkenburg, für den tapferen Moritz. Ich verfolge die BPE-Kundgebungen schon seit einiger Zeit und Moritz ist wirklich eine Bereicherung für das Team, besonders seit er auch Redner ist. Hoffe, Irfan ist auch bald wieder mal dabei. Frohen Stolzmonat an alle. Genau, jetzt fängt auch der Stolzmonat an und da werden wir auf jeden Fall Gas geben. Quablon, lieber Moritz, ich wünsche dir eine schnelle und vollständige Genesung. Du hast dich heldenhaft einem Terroristen entgegengestellt, unter Einsatz deines eigenen Lebens. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Grüße auch an Irfan, bleib stabil. Vielen Dank. Gurtner schreibt, jetzt muss ich was tun, auf jeden Fall. Afrochrist, beste Genesung an Herrn Stürzenberger und eine kleine Spende für Moritz. Gott segne dich, sehr mutig von dir. Nicht die Bammer. Leute, fast 6000 Zuschauer jetzt Mitglied in der BPE werden. Moritz, ihr seid alle Helden. Sich bei einer Kundgebung hinzustellen, braucht großen Mut, Respekt, gute Besserung und hoffentlich bis bald an einer Kundgebung.
Leo Bay, hey Moritz, auch wenn ich euch nicht persönlich kenne, der Angriff auf euch hat mich getroffen. Wie als wenn engen Freunden etwas passiert wäre. Habe seit Tagen Kopfschmerzen und hatte großen Streit in meiner Familie wegen dummer Aussagen über Michi. Ja, verstehe ich. Irfan, vielleicht ja? Noch kurz einen Einschub. Warum konnte das überhaupt auch mit passieren? Das tut mir leid, das jetzt so sagen zu müssen. Aber das hängt auch daran, weil leider wenige Leute zu den Kundgebungen kommen. Je mehr Leute da sind, je stärker wir uns da präsent zeigen, je stärker wir zeigen, wir lassen uns das nicht gefallen, desto niedriger ist auch die Gefahr, dass uns etwas passiert, weil wir eben zeigen, wir lassen uns das nicht gefallen und wir haben auch Leute, die dahinter stehen. Deswegen kann ich auch wirklich nur aufrufen, kommt zu den Kundgebungen und zeigen wir einfach Präsenz. Zum Beispiel erinnere dich an Gladbeck 3.0, als 200-300 Unterstützer vor Ort waren. Glaubst du, das hätte passieren können? Das habe ich auch letztens gesagt. Hätten wir, würde es nur 20 junge, stabile Patrioten geben, die sagen, hey, wir schützen das und dass wir mehrere Sicherheitsringe machen, Leute außen, Leute innen, Leute direkt nah bei den Rednern, ja, dann könnte sowas niemals passieren. Und ich habe ja vorhin den Ausschnitt gezeigt in Herford. Da ist er ja auch auf Michael losgestürmt, aber es gab die Polizei und den Ordner, der ihn dann erwischt hat. Also quasi der erste Ring, da ist er durchgebrochen, der Polizist, aber der zweite Ring, dann der Ordner, hat ihn rechtzeitig dann noch erwischt und der ist dann nicht mal, konnte dann nicht mal vordringen zu Michael. Und ich weiß, das ist nicht vielleicht immer angenehm zu hören, aber da hast du vollkommen recht und das ist auf jeden Fall so, ja. Ja, eben. Und je mehr Leute auch da sind, desto näher geht die Polizei auch in der Regel dran, weil die eben sehen, da sind mehr Leute, da ist ein Menschenauflauf und da muss auch mehr geschützt werden. Das heißt, je mehr Leute dastehen, desto näher steht die Polizei auch bei uns ran, guckt auch, dass da alles gut läuft. Und nochmal, wir wollen, dass diese Kundgebungen sauber ablaufen. Wir wollen da ordentliche Diskussionen hinkriegen, wir wollen da gute Redebeiträge hinkriegen. Uns wäre es lieber, wenn da nichts passiert, ganz ehrlich. Deswegen, also kommt dahin und unterstützt uns. Das ist ganz, ganz wichtig. Und vor allem werdet Mitglied. Je mehr Mitglieder wir vorweisen können, desto mehr können wir auch bei politischen Parteien Druck machen. Wir sind eine NGO und wir werden auch immer mehr werden, garantiert. Weil so sagen die auch immer so, ja, ihr 10, 15 Verstreute, die ihr da rumsteht und von Stadt zu Stadt geht und so weiter. Wenn da Leute wären, dann wäre das eine Massenbewegung. Dann wären das eben nicht nur 10, 15, 20, 30 Leute, sondern würde man sehen, das, was gesagt wird auf BPE-Kundgebung, das ist die Meinung eines großen Teils der Bevölkerung. Das ist wichtig, das ist legitim, es ist demokratisch, es hat nichts mit Hass oder Extremismus zu tun. Ich meine, ganz ehrlich so, schaut euch jetzt mal, das ist jetzt du, Moritz. Moritz, ich meine, ich kenne dich. Moritz ist ein junger, netter, freundlicher Mann, der überhaupt nicht auf Konflikte aus ist. Schaut euch die Kundgebung an, ihr werdet das selbst sehen. Ein Konrad, extrem lieb. Ein Michael, extrem lieb, immer diplomatisch, ja. Ich bin noch der Größte, ich bin da noch der größte Assi. Ich meine, auch ich würde auch nicht sagen, jetzt aggressiv oder sonst irgendwas, aber ja, ich bin schon auch gern mal provokant oder, wie soll man sagen, lass mir da jetzt auch nichts gefallen. Ja, ich bin jetzt auch kein Kind von Traurigkeit, das gebe ich zu. Aber alles ist immer im Rahmen. Noch nie wurde jemand von uns verurteilt. Schau, wie oft wurde ich angezeigt? Nie wurde ich schuldig gesprochen, weil ich nie was gemacht habe. Ja, ich habe nie angefangen, ich habe nie geschlagen oder egal von wem, noch nie ging von uns irgendeine Gewalt aus. Natürlich nicht. Also das einzige Mal, wo wir uns mal nicht wehren mussten, ist in Leipzig gewesen. Leipzig 2.0 ist das ja gewesen. Wir wollen, wir sind eine Law and Order, wir sind ein Law and Order Verein. Wir wollen mit den Leuten reden. Wir wollen nicht, dass es zu Gewalttaten kommt. Wie gesagt, wenn uns jemand angreift, dann selbstverständlich wehren wir uns, übergeben den ordnungsgemäß der Polizei, die nimmt die Personalien auf und dann hat sich die ganze Sache damit. Also wer jetzt irgendwie meint, wir wären auf Stress oder sowas auf, nichts ist dem ferner. Wir wollen wirklich Deutschland, dass Deutschland aufwacht. Wir wollen wirklich die Leute aufklären. Und das kann man weder mit Gewalt noch irgendeiner Schlägertruppe oder so, das kann man wirklich nur mit guten Argumenten und indem wir eine gute Aufklärungsarbeit leisten. Ja, genau. Und wie gesagt, man darf sich wehren, man muss sich auch nicht zusammenschlagen lassen.
Aber ja, das ist der Punkt und das ist eben sehr wichtig. Und diese fatale, und ich habe es schon erklärt in den letzten Livestreams, diese fatale Fehleinschätzung von Behörden uns gegenüber hat dazu geführt, dass die Polizisten, die vielleicht nicht die ganzen Hintergründe kennen, fälschlicherweise uns als eine Art Extremisten betrachtet haben. Und wenn es dann eskaliert ist von der anderen Seite, dass sie leider dann sehr schnell fokussiert auf die BPE-Leute los sind, teilweise auch auf Michael persönlich, auf mich auch und so weiter, statt auf die Gewalttätigen. Denn wenn man sich ein bisschen informieren würde, dann wüsste man ja, dass wir nicht extremistisch sind, dass wir nie gewalttätig waren und man uns nichts vorwerfen kann und dass wir aber hochgradig gefährdet sind. Hochgradig gefährdet. Ja, ich meine, ich bin 35, ich bekomme seit 10 Jahren Todesdrohungen. Seit 10 Jahren bekomme ich Todesdrohungen, als ich aus dem Islam ausgestiegen bin, als ich angefangen habe aufzuklären, zu warnen und so weiter. Permanent. Ja, Elia auch, ja, Ex-Moslem, ja, auch der. Und die Sache ist, auch nach diesem Angriff ist die Sicherheitslage etwas, wie soll man sagen? Also ich habe zum Beispiel in einem Telegram-Kanal, in einem islamistischen Telegram-Kanal, habe ich es gesehen, es gab Beiträge, wo sie gesagt haben, hier in diesem Krankenhaus liegt Michael Stürzenberger, besucht ihn. Also nach diesem Angriff, nach diesem Anschlag drohen sie weiter auch ihn als Schwerverletzten im Krankenhaus zu töten. Ja. Irfan, da ist, finde ich, ganz wichtig. Du hast das Video sicher gerade drauf. Kannst du mal das Video aus Hamburg abspielen, wo von dem schlafenden Riesen geredet wird? Weil das ist elementar wichtig. Weil dieses Video ist ein Mordaufruf de facto an alle, die etwas gegen den politischen Islam sagen. Weil das heißt im Endeffekt, was da gesagt wird, diejenigen, die sich nicht Allah, die sich nicht dem politischen Islam beugen, die nicht das machen, was die Muslime, die Repräsentanten des politischen Islams sagen, dass diejenigen dann zur Rechenschaft gezogen werden. Das wird ganz klar in diesem Ausschnitt gesagt. Und auch das ist eine Folge daraus, was passiert ist. Die Kalifatsdemo, wo über 1000 Menschen für ein Kalifat eingetreten sind, Allahu Akbar gerufen haben und dann das Kalifat ausrufen wollten. Das waren nur die, die auf der Straße waren, die hinter den Bildschirm gesessen haben, die zu Hause sitzen, die das befürwortet haben. Das sind viel, viel mehr als nur diese 1000 gewesen, die diese extremistische Einstellung hatten. Was ich dich fragen wollte, Leipzig, um ein Beispiel, in wie vielen heiklen Situationen wir schon waren. Du kannst dich erinnern als Leipzig. Erzähl mal aus deiner Sicht, ich habe schon öfter erzählt, was in Leipzig passiert ist, als wir umzingelt in der Fußgängerzone in Leipzig waren. Ja, warte mal. Da kamen die Eier von hinten geflogen. Und ja. Michael ist erstmal rübergerannt. Und ich hatte mir vorgenommen, weil ich war in Gladbeck 1.0 leider nicht mit dabei, ich habe mir vorgenommen, ich lasse nicht zu, dass nochmal einer von unseren Leuten zu Boden geht, dass man da alleine ist. Ich helfe da, ich laufe da mit. Und sowohl Linksextremisten als auch radikale Moslems sind da mit mir um die Wette gelaufen. Gott sei Dank waren die meisten, wenn ich das mal so sagen darf, echt fett gewesen und sind nicht mitgekommen. Und die haben dann mich angeschrien von der Seite, ey, bleib stehen, und wollten mir einen Gehfehler geben. Aber ich bin da ausgewichen und bin dann zu dir rübergerannt. Und dann, am Ende sind die dann entkommen. Ich war dann bei dir drüben und dann haben die uns eingekreist. Und du hast schnell gemerkt, die Polizei, wie lange hat das gedauert? Ich glaube, 20 Sekunden oder so, bis die Polizei überhaupt erstmal angekommen ist. Und boah, die haben uns da sowas von abgekocht. Ich weiß noch, wir haben 3 oder 4 Strafanzeigen an dem Tag vorher gestellt. Keine von denen wurde wahrgenommen. Eine Beleidigung. Da warst du ja auch mit dabei. Wir mussten den Täter zur Polizei bringen, dass überhaupt mal eine Strafanzeige aufgenommen wurde. Und die Polizei hat sich mindestens mal so 20 Sekunden geweigert, eine Strafanzeige. Der Job, der muss ja jemand anderes machen. Den machen wir hier jetzt nicht. Und dann auch als hier in Leipzig, wo Lee dann zu Boden gegangen ist, weil er eben einen zu Boden gebracht hatte, der dir mit dem Megafon erstmal mit einer Flasche und dann mit dem Megafon auf den Rücken geschlagen hat, weil der dem das Megafon eingedreht hat und auf den Boden gebracht hat, damit er dich nicht weiter damit schlagen konnte. Also
ein Aufmarsch an Linksextremisten, radikalen Moslems, Sondergleichen und eins vor allem, boah, das war ja noch nicht mal der Höhepunkt gewesen. Das war ja nur das, was in der Seitengasse abgegangen ist. Die Eierwerfer haben sie ja meines Wissens nicht geschnappt. Das ging dann ja richtig los, als die Nationalhymne dann gelaufen ist. Ich habe hier die Aufnahme. Genau, ich habe hier die Aufnahme. Wir können uns die mal anschauen. Also da ging es richtig ab. Und ich werde dieses Gefühl auch nicht vergessen. Und das ist halt wirklich heftig, dieses Gefühl, wenn du so umzingelt bist. Ja, keine Polizei, nichts, und Antifa und gewaltbereite Moslems umzingeln dich da. Das ist wirklich heftig. Ja, und die wollen dich lynchen. Weil du merkst, es ist ein Lynchmob. Hier schauen wir uns das an, was damals abging. Also hier sehen wir, sind wir dort hingerannt. Ich weiß gar nicht mal, wer das aufgenommen hat. Hier sehen wir dich. Ah, genau, hier. Der will dir den Fuß stellen, dieser Antifa. Du rennst an ihn vorbei. Und da bin ich in der beigen Jacke. Und dann kommen sie und sammeln sich. Das war ein Schlägermob, mehr war das nicht. Die wollten uns einkesseln, erst von vorne, dann von hinten. Du merkst ja, dann kam von hinten die Polizei. Das war auch so eine Sache. Wenn man einen Attentäter vor sich hat, der ein Messer in der Hand hat, der schon 5 Leute abgestochen hat, dann reagiert er nicht auf, legen Sie das Messer weg. Da reagiert der nicht drauf. Ja. Und genauso hier, wenn du Schlägertrupps, der Antifa oder so hast, und sorry, dass ich das so sagen muss, aber dann eine junge Frau, denen sagt, hören Sie auf damit. Die müssen sofort auf dem Boden festgenommen werden, Körperverletzung, Anzeige wegen Körperverletzung. So, wenn der Rechtsstaat sich nicht durchsetzt, wenn nicht gezeigt wird, hier, wenn ihr Straftaten begeht, dann werdet ihr auch dafür belangt. Und vor allem in der Gegenwart der Polizei dürfen weder Körperverletzungen noch sonst irgendwas durchgehen. Da muss die Polizei durchgreifen. Das ist es halt. Wir müssen einen starken Rechtsstaat zeigen. Ganz klar, hier gilt Recht und Ordnung, weil dann haben wir so Szenen wie mit der Antifa nicht. Ja, genau. Schauen wir jetzt weiter, was passiert. Jetzt umzingeln die uns und man sieht das jetzt nicht auf den Aufnahmen, aber ich sehe, es werden immer mehr und mehr. Und hier bist du zu sehen, ich und Antifa um uns herum. Man sieht nicht alle auf dem Foto. Alle übrigens noch vermummt, ne? Alle vermummt, versuchen einzuschüchtern, einzukesseln. Übrigens auch alles, das meiste hier weniger aus meinem Alter. Und du versuchst natürlich in dem Moment Schläge abzufangen, weil du weißt nicht, von welcher Seite die Kessel nicht ein. Aus jeder Seite kann in dem Moment ein Schlag kommen. Ja. Verpisst euch zurück. Und er sagt, ja, aber verpisst euch zurück. Und ich sage zu ihm, was, verpisst euch zurück. Aber sie werden immer mehr. Und Asylanten. Und wir sind hier komplett wehrlos zu zweit in der Leipziger Fußgängerzone, eingekreist von Asylanten und Antifa. Verpisst euch zurück, raus, Junge! Ja, und ich meine, da, schau so, und das war übrigens Afghanen, hier, der so rumschreit und so weiter, das waren Afghanen. Ja, ist das nicht sogar ein Hazara-Schiite vom Aussehen her? Weil ja, wahrscheinlich, ja. Das könnten Hazara sein, die werden ja von den Paschtus verfolgt und auch in Leipzig echt krank, 3 oder 4 Hazaras, die sich auf die Seite des politischen Islam stellen, obwohl die in Afghanistan massakriert werden dafür, dass die Schiiten sind. Komplett krank, ja. Und dann kommt einer und dann werde ich geschubst, ja, von hinten natürlich ganz feige, ja, hier, die Afghanen, werde ich geschubst und dann drehe ich mich um, aber dann alle wieder leise. Hier, schau nochmal. Ja, das ist typisch bei denen. Das ist typisch. Ja. Ich will zurückgehen, ich will keine Eskalation, ich will niemandem Gewalt antun, ich will mit dir zurückgehen und schau. Auch ganz interessant hier an der Stelle, das war Migrantifa. Das war ein Mix aus radikalen Muslimen und der Antifa eben. Und dann drehe ich mich um, aber keiner traut sich den ersten Schlag machen. Ja. Also sie würden uns lynchen, aber sie sehen, der schlägt zurück. Ja, und keiner traut sich den ersten Schlag. Oh mein Gott, verpiss dich doch, Mann! Und schau jetzt. Und jetzt schnapp ich mir einen und sag, hier, der hat geschubst
und den schnapp ich mir und will ich der Polizei übergeben. Schau jetzt, was passiert. Und was kommt? Die Polizistin packt mich. Schau. Ich pack sie, will sie der Polizei übergeben. Jetzt kommt Antifa, ja, packen mich und die Polizistin. Und der Typ mit dem Megafon, hier, der. Schau, wie der auf mich einschlägt. Schau, das wusste ich nicht mal, das habe ich nicht mal gespürt. Schau, Antifa, wie sie hier auf mich einschlagen. Schau das jetzt an. Hier, guck, sie packen mich und schlagen auf mich ein und die Polizisten natürlich auf mich fokussieren. Und jetzt schreien sie, er hat geschlagen, er hat geschlagen. Jetzt bin ich der Böse. Obwohl sie uns umzingelt hatten. Schau. Wahnsinn. Ja, wir haben es auch geschlagen. Das ist eine Feige ohne Quatsch. Und dann, ja, geh weg. Und ich sag, hey, Personalien aufnehmen und so weiter, ja. Nazis raus! Und dann ging es weiter. Irfan, ohne Scheiß. Jedes Mal, wenn uns das entgegengebrüllt wird, ey, ich kann das nicht mehr ernst nehmen, ohne Scheiß. Also, das ist wie so eine leere Lufthülse, die uns entgegenschreien, weil ganz ehrlich, wie du eben schon gesagt hast, wir sind antifaschistisch. Wir sind, also die BPE ist die Wiedergründe der Weißen Rose und die brüllen Nazis raus. Also, ich sag immer, wenn du die Antifas zusammenrechnest, hast du den IQ von einer Amöbe tatsächlich. Also, da ohne Quatsch, keiner von denen, die wenigsten, sind in der Lage, eine gescheite Diskussion zu führen. Die können nur brüllen, die können nur Parolen brüllen und die können nur, wenn die im Rudel sind. Dann trauen die sich, aber alleine keiner von denen. Ja, und dann sind wir zurückgegangen. Da, dieser Schwarze, der war auch richtig übel. Siehst du den Schwarzen, der jetzt kommt? Der war auch so Antifa. Schau, und der wollte auf mich losgehen. Schau, und der hat sich vermummt. Was für ein Hinterhältiger. Schau, das check ich alles jetzt erst. Schau, da ist es eskaliert und er ist hinterhergelaufen, vermummt und man sieht schon, wie aggressiv er kommt. Er wollte sich wahrscheinlich mit mir schlagen. Schau, wie er kommt. Ja, wie der sich bereit macht, schon breitbeinig hinstellt, breitschultrig hinstellt, dann sieht er, du drehst dich um. Der wollte dir wahrscheinlich entweder in den Nacken schlagen oder so, der macht sich schon so bereit hier, entweder von außen, ne? Und der Polizist hinter dir, der hat den gar nicht bemerkt. Und da muss man immer sehen. Hier, Antifa schlägt, was heißt schlägt, ich will nicht sagen, schlägt auf mich ein, hier sind Babyschläge, nicht mal gespürt. Aber die kommen alle angerannt und ich sag dir eins, wenn die Polizei 30 Sekunden später, da kommt er und der war schon ein Viech, der Typ. Ja, wenn die Polizei 30 Sekunden später gekommen wäre, die hätten alle auf uns eingeschlagen. Natürlich hätten wir zurückgeschlagen, uns gewehrt, aber sie waren so viele, Mann, die waren Wahnsinn viele, weißt, das wäre richtig gefährlich geworden. Ja, klar. Aber er hat sich bereit gemacht. Und weißt du, was die größte Heuchelei war? Auf der Kundgebung hat er geredet so, ja, und Frieden. Wenn die Polizisten nicht gekommen wären, die hätten alle auf uns eingeschlagen. Schau, die sind auch alle vermummt. Alle haben sich vermummt mit FFP2-Maske und so weiter. Und dann sind wir wurden wie so Vieh durch die Fußgängerzone getrieben. Jetzt geht's weiter. Und während wir zur Kundgebung zurückgehen, werden Flaschen auf uns geworfen. Schläge, Tritte von allen Seiten. Und die Polizei fokussiert sich auf uns. Und sobald ich zurückschlagen will oder mich verteidigen will, packt die Polizei mich, aber schützt mich auch nicht und ich spüre nur Flaschen, ich höre Glasflaschen, bam und knallen und Junge, das war wie im Kriegsgebiet war das. Ja, eigentlich in dem Moment hätte die Polizei sich in einem Kreis um uns drum herum stellen müssen, ja, um Straftaten zu verhindern. Aber in Leipzig ist ja Konnewitz. Ohne Quatsch, du weißt ja, in Berlin an Silvester. Ich dachte eigentlich, das letzte Silvester, es kann nicht krasser kommen in Berlin, aber die meisten Gewalttaten waren in Leipzig tatsächlich, wegen diesen Antifas tatsächlich. Ich dachte wirklich, nichts kann Berlin toppen, aber wirklich, Leipzig hat es nochmal getoppt, wegen den Linksextremisten. Ja, die sind einfach gefährlich, die sind gut organisiert, die sind gewaltbereit und das alles haben wir gesehen. Und wie gesagt, das war eine extrem gefährliche Situation. Es gibt auch, ich versuche gerade ein Video zu finden, es gibt auch so einen kurzen Ausschnitt, ich hatte das mal als Story, ich kann das gleich posten, da hat er auch ein Unterstützer hat er das gemacht, wo man dann sieht, wie wir da zurücklaufen, aus zur Kundgebung und laufend
angegriffen werden, damit man dann nicht sagt, ah, hier habe ich's. Ah, genau, hier habe ich's. Jetzt lade ich das zurück. Warte. Ich kann ja währenddessen noch hier kurz zu erklären, oder geht ja jetzt direkt weiter, ne? Wie wir zurücklaufen. Sag du, red weiter, ich lade die nur runter und damit ich das hier vorspielen kann. Ja, also wie gesagt, nur, dass man sich das vorstellen kann. Die Antifas selber, als die Eier gekommen sind, wir beide sind dahin gesprintet. Und wie gesagt, ich hatte meine Powerbank aus der Tasche verloren. Deswegen, du hattest ein bisschen Vorsprung, aber dann bin ich noch hinterhergerannt. Und die sind wie wirklich wie Hyänen, haben die sich an den Seiten, haben die jeweils flankiert und sind dann jeweils von der Seite, wollten einen in die Zange nehmen oder so. Also wirklich so eine hinterhältige Art und Weise. Und die können wirklich nur im Rudel können die zuschlagen. Die Antifa wirklich, also das sind, boah. Wenn ich überlege, was die und also in Leipzig 3.0 war das, wo du halt ein bisschen später gekommen bist, die hatten ein Plakat mit Molotow-Cocktails, hatten die drauf gehabt, direkt gegenüber uns, und die hatten da noch Bierflaschen gegenüber gehabt. Ne? Erst als wir die Polizei darauf hingewiesen haben, haben die dann die Bierflaschen, die Kästen da erstmal da drüben weggeholt. Also dass bei Leipzig 3.0 alles halbwegs gut gelaufen ist. Ja. Da können wir wirklich auch nur verdanken, weil das wirklich strikt gelaufen ist, weil man sich noch nicht nochmal Leipzig 2.0 nochmal von der Art her geben wollte. Ja, das Format ist jetzt schlecht, aber man sieht das hier so ein bisschen. Das war dann die Szene, wo wir zurückgelaufen sind. Hier sind Flaschen gegen meinen Rücken geflogen. Hier, guck mal jetzt. Vor allem wie feige. Guck dir das mal an. Hinter dir steht Violetta. Violetta als Frau haben die ja auch angegriffen. Die haben keinerlei Scham, egal was Männer oder Frauen angeht, für die Antifa. Und wie oft haben wir das gehört, die entmenschlichen uns. Für die meisten Antifas sind wir irgendwie, die stempeln uns als Nazis, whatever ab, und somit entmenschlichen die uns. Das ist eine typische Strategie der Linksextremisten. Genauso wie des politischen Islams. Juden und Christen sind wie Affen und Schweine, ne? Wie es da auch drinsteht im politischen Islam. Und das ist genau dasselbe, was die Linksextremisten noch machen. Das ist unser Land! Ah, ne, das ist ein anderes. Ja, hier ist es auch abgegangen. Dann war noch ein, warte, ich habe noch ein Video, welches das zeigt. Ah, hier glaube ich, das zeigt's. Ja, also es war wirklich heftig. Und natürlich dann am Ende mit der Deutschlandhymne, als sie uns gestürmt haben quasi, ja, den ganzen Stand gestürmt haben, das können wir uns auch anschauen, das habe ich sogar als Einspieler. Deutschland. Niemals. Ja, da war ja auch so, da sind auch Antifa und junge gewaltbereite Moslems einfach rein und haben sich Plakate genommen, beschädigt, und da ist es auch eskaliert, er so ein Antifa, und da war ich mit dem im Clinch, auf einmal bekomme ich von hinten einen Schlag auf Hinterkopf von so einem Asylanten, und dann, wenn ich mich verteidige, und auf einmal 5 Polizisten packen mich, zerren an mir und sowas. Es war so ein Glück, dass dann das war so symptomatisch. Wir waren ja gerade dabei bei der Nationalhymne, und das sieht man leider nicht auf den Aufzeichnungen. Da war ein Antifant, ne? Der tritt so ganz beherzt, stellt er sich seitlich hin, tritt so auf den Plakatständer ein, so einen Meter nebendran ein Polizist mit der Aufzeichnungsstange und filmt das. Ich so, wollen Sie hier nichts machen? Das ist Beschädigung von, das ist Sachbeschädigung. Der guckt mich an, filmt weiter, und ich denke mir, ach komm, da, was willst du da groß machen? Und auch bei der Glasflasche. Hast du das Video, wo die Glasflasche auf hier rüber geworfen ist? Ich stand vorm Auto und habe gemerkt, wie die am Auto da oben drauf geschlagen ist. Noch einen halben Meter vorher, und die wäre mir auf den Kopf geflogen. Und dann wärst du fällig, denn die hat ja eine Glasflasche. Ey. Wir reden von den. Wo habe ich das? Ich weiß nicht, ob ich es habe. Ich glaube, ich habe es sogar abgespielt.
aber viele kennen die Aufnahme. Ich kann es jetzt wahrscheinlich nicht auf die Schnelle finden, aber es hat die schon öfter erwähnt. Und er ist einfach davon spaziert. Nichts ist passiert. Die Polizei hat nichts gemacht in Leipzig. Deswegen, also das war eine Katastrophe sondergleichen. Also wie gesagt, es gibt Polizei, das hängt ja vom Einsatzleiter ab. Also die Polizei, die auch wirklich uns schützt, ne, sowohl beide Seiten. Ich meine, von uns geht keine Gefahr aus. Das ist eigentlich eine rhetorische Sache. Aber wie gesagt, die Polizei muss für Recht und Ordnung sorgen, egal von welcher Seite das passiert. Und an diesem Tag in Leipzig 2.0 hat es nicht gemacht. Bei Leipzig 3.0 wiederum hat es gemacht, ne? Und deswegen, also solange die Polizei den Rechtsstaat ordentlich durchsetzt, ist alles in Ordnung. Aber genauso bei Linksextremisten oder bei radikalen Moslems, jeden Finger, den du denen gibst. Und wenn du dann natürlich wie in Gladbeck 1.0, ne, sagst, ja, ich finde das sogar gut, was da gemacht wird, und dann drehen die völlig durch. Dann wissen die, in dem Moment ist rechtsfreier Staat und die können machen, was die wollen. Auf jeden Fall. Dann, ich will unbedingt auch an alle Unterstützer deren Nachrichten vorlesen und Grüße vor allem an dich an erster Stelle natürlich, Moritz. Wirkelberg 1900, danke für deinen mutigen Einsatz, Moritz. Haben uns bei der Kundgebung in Bonn kennengelernt. Wir waren die mit der Deutschlandflagge. Du hast uns da noch eine Fahnenstange gegeben. Wünsche dir alles Gute. Ja, ich erinnere mich. Liebe Grüße zurück. Amadeo Plutonium Stiftung, Moritz, du bist ein Hoffnungsschimmer und ein Vorbild für die Jugend. Danke auch dir, Irfan. Christina, von Herzen gute Besserung. Abu Kafir Al-Almani, Moritz hat ein sehr großes Islamwissen. Wenn du mal wieder völlig gesund bist, solltest du mal die Al-Hidayah und Reliance of the Traveler lesen. Das sind die Standardwerke in der Hanefiten und Schafiiten. Ich wünsche dir auch weiterhin schnelle Genesung. Ja, das fand ich immer auch gut bei deinen Beiträgen, dass du eben mit islamischen Quellen argumentierst und deren Quellen kennst und auch, weil das ist das stärkste Argument. Weißt du, wenn wir jetzt sagen, wir finden das deutsche Volk, bla, das ist ja für die keine Instanz, das juckt die ja nicht. Aber wenn wir sagen, in euren Büchern, gelehrter Sheikh Abu so und so, Hadith so und so, Koran Ayah so und so, Tafsir so und so, und da hast du wirklich da hast du auf jeden Fall fundiertes Wissen. Irfan, aber im Christentum, aber die Kreuzzüge, die wissen ganz genau in dem Moment, sie können nicht sagen, dass es nicht stimmt, weil sie genau wissen, dass es drinsteht, oder sie leugnen es, dass es drinsteht, falsch übersetzt oder so. Und in dem Moment, ein Salafi darf an sich nicht leugnen, dass das da drin steht. Und dann wird da absichtlich mal so gern was weggelassen, ne? So haben wir den Kindern Israels befohlen. Du kennst den Klassiker. Falsch übersetzt. Ja. Ich habe das so lange nicht mehr gehört, dieses Argument. Allah sagt im Koran, tötet, und falsch übersetzt. Oder noch besser, Arabisch kann man nicht übersetzen. Ja, es ist auch so eine geile Sache. Ja, Arabisch ist so eine vielfältige Sprache und Salam heißt Frieden, Islam heißt auch Frieden. Wir haben für ein Wort mehrere Worte. Also so ein Schwachsinn. Also wie gesagt. Eine Sprache, die den Namen Abul-Kaka hat, die ist nicht so schwer zu übersetzen. Das ist ein bekannter Name, auch ich glaube, ein Gefährter hieß, glaube ich, so. Abul-Kaka. Ja, Abul-Kaka. Also das mit dem falsch übersetzen oder nicht möglich zu übersetzen, das ist natürlich ein Märchen. Aber machen wir weiter. Juva, Gottes Segen und Bewahrung. Danke, Moritz und Irfan, wünsche gute und vollständige Genesung. Michael Leopold, vielen Dank, mach weiter so. Sekundus, der Erste, vielen Dank. Wenn ich mal groß bin, will ich so sein wie der Moritz. Gute Besserung. Siehst du, Moritz, du bist jetzt richtig zum Helden geworden und ein richtiges Idol für die deutsche Jugend. Und du beweist, ja, wie stabil die deutsche Jugend sein kann. Ja, und da hast du deinen Mut bewiesen, weil das ja immer so deutsche Jugendliche oder deutsche junge Männer verachtet werden. So, die haben nichts drauf und so weiter. Ey, wie viele Videos sieht man, wo Migranten weglaufen bei einer Schlägerei? Du bist auf einen Messermann losgegangen und hast versucht, ihn zu stoppen und hast dabei einen Stich abbekommen. Glaub mir, 99% dieser möchtigen, harten Gangster hätten nicht den Mut, den du schon bewiesen hast vor laufender Kamera. Vielen Dank, Irfan.
Matze Raub, ein Kuss aufs Knie für Moritz, gute Besserung. Most Wanted, hallo Irfan, hallo Moritz, danke für euren Einsatz. Moritz, ich habe großen Respekt vor deinem Mut. In schlechten Zeiten zeigt sich das wahre Gesicht. Mein Lieber, werd schnell gesund. Dir, Stürzi und allen alles Gute für die Zukunft. Andre, Respekt für eure Arbeit, immer weitermachen. Bert Stromberg, lieben Dank, Moritz, du bist ein wirklich toller Kerl. Hochachtung für das, was du für uns alle machst. Rotamin, mein vollsten Respekt an Moritz und alle anderen, die mutig eingeschritten sind. Ich hoffe, die öffentliche Aufklärungsarbeit wird jetzt nicht verboten. Es wird zukünftige Aufklärung mit hunderten Unterstützern geben. Gaddafield, alles Gute. Meint ihr, es gibt eine Lösung ohne Bürgerkrieg oder ähnliches, zumindest in Marxloh, Neukölln etc.? Ich habe die Befürchtung, dass nicht. Wenn doch, wie denkt ihr, könnte es gehen? Ja, bitteschön, Moritz. Also haben wir eben schon gesagt, der Rechtsstaat muss ganz klar durchgesetzt werden, ohne Wenn und Aber. Wir müssen mit den bestehenden Gesetzen, und Tim Kellner hatte das ja gesagt, Tim Kellner selber ist ein sehr erfahrener Polizist auch, der hat gesagt, wenn man sich an Recht und Ordnung halten würde und wenn die Polizisten auch die Sachen machen könnten, die denen auch erlaubt wären, also wirklich gegen Clans und so vorgehen, ohne jetzt, dass es politisch gestoppt wird, weil das kann man alles stoppen. Der politische Wille ist halt eben nicht da. Und wenn der politische Wille da ist, dann kann man auch dagegen vorgehen. Wie gesagt, in der Gruppe sind die an sich stark, aber wir sind ein deutscher Rechtsstaat. Und wenn die Polizei wirklich will und dagegen auch vorgehen kann, dann wird die Polizei wieder das, was sie früher für mich auch mal waren, wirkliche Helden, wirklich auch Leute, die sich für den Rechtsstaat einsetzen. Und aktuell muss man das wirklich sagen, hier in Leipzig hat man es gesehen, also wie gesagt, mal besser, mal weniger, aber ich würde mir wünschen, dass wenn wir eine Regierung bekommen, die im Interesse des deutschen Volkes handelt und hier auch mal die innere Sicherheit wiederherstellt, dass die Polizei dann mithilft, kriminelle Migranten beziehungsweise diejenigen, die in dieser Gesellschaft für Unruhe sorgen. Das heißt Gewalttaten begehen, Messermorde, Vergewaltigung etc., wir kennen das ja alles, dass diejenigen ihre gerechten Strafen bekommen, das heißt Gefängnis beziehungsweise wo es geht Abschiebung, alles selbstverständlich nach dem deutschen Recht, das ist überhaupt keine Frage, aber wir müssen endlich mal damit anfangen. Auf jeden Fall, also das habe ich auch schon öfter erwähnt, man muss den Rechtsstaat nur durchsetzen und die Polizei hat die nötigen Mittel und ist auch stark genug, wenn man sie nur lässt. Aber das große Problem ist eben der politische Wille. Und wir sind nicht grundsätzlich gegen die Polizei. Das ist sehr, sehr wichtig zu betonen. Wir sind nicht grundsätzlich staatsfeindlich oder gegen die Polizei. Wir rufen immer nur dazu auf, dass die Polizei eben das oder ihre Arbeit macht und das macht, was sie machen muss. Und wenn wir die Polizei kritisieren, dann nur, weil sie nicht das gemacht hat, was sie machen sollte. Zum Beispiel Straftaten. Ich habe mir heute erst die Kundgebung in Frankfurt angeschaut. Ja, da passieren Straftaten und dann laufen die einfach weiter. Ja, sowas geht nicht. Die Polizei ist dafür da und sie muss uns schützen. Sie muss geltendes Recht anwenden und da können wir nicht einfach so die Leute davonkommen lassen, denn dann verliert der Rechtsstaat seine Bedeutung. Wenn Recht nicht mehr durchgesetzt wird, ja, was macht das dann alles noch für einen Sinn, wenn die Polizei sich nicht durchsetzt, weil Gewalt von dieser gewaltbereiten Minderheit ausgeht, ja, was macht das dann für einen Sinn? Das Recht, das Gesetz gilt für alle und alle haben sich dran zu halten, eben, ausnahmslos. Eben. Und dafür ist die Polizei da, das notfalls mit Gewalt durchzusetzen. Und nichts anderes wollen wir. Eben, und vor allem, wenn behauptet wird, hier jetzt auch, was für ein Schwachsinn behauptet wird hier von Rainer Wendt hier, das sind Extremisten. Nur zur Information, Extremisten lehnen den Rechtsstaat ab. Wir wollen, dass der Rechtsstaat wiederhergestellt wird in seiner vollen Form. Wir respektieren die Polizei und wie gesagt, in keiner unserer Veranstaltungen werdet ihr sehen, dass wir sagen, hier der Polizei, die respektieren wir nicht. Oder wie gesagt, die Polizei selber ist das ausführende Organ im Staat. Und die Polizei muss sich, wie gesagt, an Recht und Gesetze halten, muss die auch durchsetzen, was auch, wie gesagt, eine gute Sache ist. Wir haben auch Mitglieder, wo die Kinder auch Polizisten sind. Und auch vor den Kindern großen Respekt. Die Polizei muss wieder den Status erhalten, dass sie für Recht und Ordnung hier wieder einsteht und eben nicht leider, wie es halt so ist,
nicht ihre Befugnisse, nicht ihre vollen Möglichkeiten ausschöpft. Ich meine, wie deprimierend muss das für einen Polizisten sein, wenn die einen Straftäter festnehmen und der Straftäter eine Woche später auf freiem Fuß ist? Oder hier in Silvester, an Silvester, wo die Polizei Straftäter, die Personalien nur festgenommen hat, während diese mit Feuerwerkskörpern horizontal auf die Polizei draufgeschossen hat. Ich will gar nicht wissen, wie deprimierend das für einen Polizisten sein muss, wenn er eben nicht Recht und Ordnung durchsetzen kann, weil eben gesagt wird von oben von der politischen Führung, nein, ihr dürft das jetzt nicht. Wir wollen hier diese Bilder nicht erzeugen. Ja, ich muss gerade daran denken, wie jemand von der BPE damals bei einer Kundgebung, also ein Mitglied, ist auch nicht wichtig, wer, aber ihr Sohn ist bei der Polizei. Und es war so einmal bei einer Kundgebung, sie war quasi bei der BPE oder ist bei der BPE. Und der Sohn, der Polizist, war quasi da im Einsatz. Ja, und er hatte so halt Sorge um seine Mutter, weil er wusste natürlich, wie, dass man sich einer gewissen Gefahr aussetzt oder nicht einer hohen Gefahr aussetzt, wenn man da dafür einsteht und dass es genügend gewaltbereite, radikale Moslems gibt, die bereit sind, Gewalt auszuüben. Ja, nicht nur gegen Stürzenberger und die Redner, sondern auch gegen einfache Mitgliedern, wie viel Sorgen sie sich gemacht haben. Und jetzt muss ich daran denken, ja, der Polizist, der sich Sorgen um seine Mutter gemacht hat, weil sie bei der BPE war und bei den Kundgebungen war, und jetzt wurde ein 29-jähriger Polizist bei einer Kundgebung von einem radikalen Moslem erstochen. Ja, jetzt muss der Polizist dran glauben. Ja, also Wahnsinn, unfassbar. Wir reden so viel drüber, aber manchmal habe ich so Momente, wo ich überlege, so, ob ich das überhaupt begriffen habe, ob mir das überhaupt bewusst ist, was passiert ist, so, weil man es immer irgendwie nicht glauben kann. Ja. Wir haben das Video eben aber, glaube ich, auch noch nicht zu Ende geschaut, meine ich, glaube ich, weil am Ende ist, glaube ich, noch ein Part, wo ich gerne noch drauf eingehen würde. Welches Video? Hier das Video von Anfang mit dem Attentäter, weil am Ende mit dem Polizisten, weil, wie gesagt, am Ende, ich habe da ja daneben dran gestanden. Und ich glaube, das sieht man noch in dem Video. Es gibt zwei Videos. Wir haben das eine Video angeschaut, wo nur der Attentäter markiert wird, aber jetzt lassen wir das längere, das 27 Minuten. Aber machen wir noch mal kurz hier, gehen wir noch mal die Kommentare und Grüße durch, damit da auch jeder zu Wort kommt. Frank, hallo Irfan, ich sprach eine Stunde vor dem Angriff mit Michael und Monika, wollte mich als Ordner freiwillig melden und helfen. Hatte das früher schon mal gemacht. Als ich 45 Minuten später zurückkam, war alles schon geschehen. Ja, Frank, Wahnsinn. Ja, was soll man sagen? Unfassbar. Mike, ihr habt absolut richtig und gut gehandelt. Respekt für diesen tapferen Einsatz. Pflegedienst miteinander, stabiler junger Mann, Respekt. Adrian, der Oberschlesier, vielen, vielen Dank, Adrian. Ich hoffe, alle Menschen wachen auf und verfolgen eure Arbeit. Irfan und BPE, danke Moritz für deinen Einsatz. Gute Besserung, Stürzi, und mein Beileid an die Familie, Freunde und Kollegen des Mannheimer Polizisten. Danke an alle Helfer. Woke is stupid, ihr seid Helden, einfach ein richtig tolles Team. Frank, als ich danach in der Menge stand, musterten mich viele Migranten. Sie waren angestachelt, manche freuten sich. Einfach furchtbar, danke für deine Arbeit. Wahnsinn, das ist extrem interessant. Er war quasi so ein bisschen hier, sie haben ihn wahrscheinlich so ein bisschen identifiziert, so hey, der gehört doch zu denen. Aber schau, was er sagt, die Migranten musterten ihn, sie waren angestachelt, manche freuten sich. Das ist dieser Blutrausch, in dem sie waren. Und das ist die große Gefahr, wenn es dann richtig losgeht, wenn auf einmal hunderte Schläfer zuschlagen oder sogar tausende zu Gewalt greifen, dass eine riesige Masse an Leuten, die dasselbe Gedankengut im Kopf, ja, und im Herzen trägt, dass die sich dann auch angestachelt fühlen in diesem Blutrausch und sich dann anschließen und das zu einer Massenbewegung führt. Das ist ja die große Gefahr, weil dann kommt es wirklich zum Bürgerkrieg. Da wollte ich nämlich gleich nochmal drauf eingehen. Das ist, als der Täter niedergeschossen worden ist. Wir gucken uns das jetzt nochmal an, weil da wollte ich nochmal drauf eingehen und auch, ich würde gerne drauf eingehen, was ist danach passiert? Was ist passiert, als alles gelaufen ist mit dem Krankenwagen, und wie haben die Zuschauer
drumherum reagiert. Das war ja direkt am Bahngleis gewesen. Was ist da noch passiert? Da würde ich gerne auch noch drüber reden. Genau, das machen wir, sobald wir jetzt noch ein paar Sachen hier durch haben. Bobcat, alles Gute, Liebe an Michael, gute Besserung. Die Interviews mit Moritz und Michael zeigen uns, dass es noch Ritter gibt in unserem Land, auf jeden Fall. H1, N1, ich wünsche dem ganzen Team eine schnelle Genesung. Ihr seid unfassbar mutig und macht bitte weiter so. Balkanischer AfD-Wähler, Moritz, vielen Dank dir für deinen Einsatz und Mut im Kampf für das Gute in Zeiten, wo dieser Kampf auch noch erschwert wird. Gottes Segen an dich und alle anderen. Ruhen Sie in Frieden, Herr Laur. Also der Polizist Ruven Laur heißt er anscheinend. Michael, Spende für Moritz. Dann noch Tobi D., gute Besserung an Moritz und das Team. Du bist ein Vorbild und ein Held. Ihr seid nicht alleine. Wir stehen alle hinter euch. Gott segne euch alle. Sophia, unendlichen Dank, Moritz und Irfan, für euer Engagement. Ihr seid Helden. Möge Gott euch beschützen. Wieso steht eigentlich die BPE Bayern auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD? Kann man Mitgliedschaften in AfD und BPE Berlin miteinander verbinden? Ja, weil BPE Berlin ist ja, also steht ja nur die BPE Bayern und auch die wird nicht mal mehr im Verfassungsschutzbericht gelistet. Und ich habe heute gelesen... Weißt du warum, Irfan? Ja. Es wurde, und das ist so eine Dreistigkeit gewesen, wir stehen ja nicht mehr im Verfassungsschutzbericht und da steht drin, weil wir eben nicht mehr so aktiv gewesen sind, was? Angeblich. Das ist die Ausrede. Weil wir nicht mehr so aktiv gewesen sind, stehen wir da nicht mehr drin. Also von den Positionen her, wir sind auf derselben Ebene wie die CSU von ihrem Programm her. Vollkommen sachlich. Und dann, das ist apropos, das geht jetzt an die, will ich gerade noch Werbung machen, an die AfD-Mitglieder hier. Es gibt eine Petition, dass da aus der Unvereinbarkeitsliste des Landesverbands Bayern das rausgenommen wird. Angeblich ist das passiert. Also ich weiß nicht, ich habe es jetzt unbestätigt, aber ich habe heute öfter Kommentare gelesen, dass die BPE von der Liste gestrichen wurde, aber ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt nicht. Also ich weiß, dass eine Petition gerade um rumgehen ist. Wenn ihr Mitglieder seid, dann könnt ihr diese Petition bitte unterschreiben. Martin Sichert, meine ich, hat das Ganze initiiert. Ja, und vielleicht noch kurz zwei Fragen aus dem Chat. Ja, Chris war an dem Tag nicht da. Um den Sound hat sich jemand anderes an dem Tag gekümmert, ganz einfach. Und geht es allen Mitgliedern gut? Wie gesagt, alle sind meines Wissens außer Lebensgefahr. Und es wird meines Wissens bei allen dauern, bis sie sich wieder regenerieren werden. Aber wir werden alle wieder fit werden. Und Gott sei Dank wurden wir da geschützt und haben keine langbleibenden Schäden. Wie gesagt, nochmal wirklich meine aller besten Mitleidsbekundungen an die Familie. Es tut mir so leid von dem Polizisten, dass der Sohn, die Hinterlassenen, das ist so unglaublich. Mir tut es wirklich leid und ich möchte da gar nicht tatsächlich mehr viel drüber reden, weil ich möchte nicht, dass, wie soll ich das sagen, der Polizist hat seinen Dienst getan. Er hat wirklich tapfer seinen Dienst getan und wirklich Respekt vor dieser Tat, die er auch gemacht hat. Ja, wir können uns auch ein, habe ich das jetzt, ein Video anschauen, habe ich das, muss ich noch runterladen. Ich habe gerade eine Nachricht von Chris bekommen, ist bereits runter, also ist bereits runter. Ja, dann habe ich richtig gelesen. Ja, wurde auch mal Zeit und völlig richtig. Und ich habe auch gestern schon gesagt, das ist noch so ein Meutenüberbleibsel, so als man nur mal sicher gehen wollte und dann gemeint hat, hier kommen, wir tun die auf die Liste und sowas, was natürlich Schwachsinn war. Aber ja, machen wir hier weiter, damit wir vorankommen. Da es echt sehr, sehr viele Nachrichten gibt, ist wirklich überwältigend, auch so viele Leute und was hatte ich da? Tobi D., danke Moritz für deinen Einsatz, ich hoffe, dir geht es bald gut, solche Menschen braucht Deutschland. Das hatte ich schon. Christoph, Moritz, Paul, Konrad, ihr seid Helden, ihr habt wirklich Mut bewiesen. An der Stelle ein Hinweis, das ist auch so ein Fake News, der so rumgeht. Es wird ständig behauptet, der Mann im blauen Pulli sei Zivilpolizist. Das stimmt nicht. Er ist kein Zivilpolizist. Ja, das stimmt nicht. Ja, nur mal so an der Stelle, weil das verbreitet wird. Und übrigens wird jetzt auch von muslimischer Seite, also zum Beispiel jetzt von Pierre Vogel, hier angedeutet und verbreitet irgendwie, Inside-Job.
Ja, also unfassbar. Also wirklich, da fehlen einem die Worte. Ja, nach so einer Tat, man weiß, wer der Täter ist. Man hat alles auf Band. Ein Polizist ist gestorben, mehrere Leute schwer verletzt und dann wird behauptet, boah, was für ein Zufall, kurz vor der Wahl, ja, Inside-Job und so weiter. Ey, dass die sich nicht schämen. Die haben wirklich jegliches Schamgefühl vom Bord geworfen. Wir können uns das ja kurz anschauen, Moritz. Gesagt. Ja, gerne. Diese Tat in Mannheim, also, es konnte wirklich, also normalerweise, wenn du einen Inside-Job machen willst, um den Muslimen zu schaden, ja, kannst du ihn eigentlich nicht zu einer besseren Zeit machen und mit einem besseren Ergebnis, komischerweise. Ja. Polizist stirbt, der eigentlich nichts mit der Hetze von Schürzenberger zu tun hat, ja, und das genau vor einer Wahl. Genau, wo die Situation gerade so explosiv ist, ist schon, puh, ich bin mal gespannt, wo das hinführt. Ich bin mal gespannt, wo das hinführt, weil das sind sehr empfindliche, sehr, sehr, also ihr könnt euch eins glauben, der Stürzenberger, der ist vor Freude an die Decke gesprungen, dass das passiert ist und dass der Polizist sogar noch gestorben ist. Wahnsinn. Was für eine Dreistigkeit. Ey, Michael hat wie viele Stichwunden? Da musste extra ein Gesichtschirurg kommen, um sein Gesicht wieder, mehrere sogar, um sein Gesicht wieder hinzuflicken. Was für ein Schwachsinn. Michael ist froh, wenn die Kundgebung weitergebracht wird durch gute Gespräche, durch gute Beiträge. Ich weiß noch immer, jedes Mal, wenn wir essen gewesen sind und wo wir dann gemeinsam danach nochmal gesprochen haben, wie es abgelaufen ist. Wir haben uns jedes Mal darüber gefreut, wenn es gute Beiträge gegeben hat und haben auch jedes Mal lobend erwähnt, wenn wir modern eingestellte Muslime auch darunter hatten. Ne? Oder auch Leute, die... Ja. Absoluter Schwachsinn. Ja, schau... Ich habe selten einen Menschen erlebt, der Gewalt so sehr verabscheut wie Michael Stürzenberger. Ja, der eigentlich nur Harmonie will und der gerade aus seiner extremen Abneigung Gewalt gegenüber auch Energie und Motivation schöpft für seine Aufklärung und für seinen Kampf gegen den politischen Islam, gerade weil da Gewalt angewandt wird. Und dann ihm vorzuwerfen, dass er sich freuen würde, also er ist wirklich sehr mitfühlend und er ist wahrscheinlich einer der Menschen, die neben der Familie und so weiter am meisten um den Polizisten trauern. Ja, also es ist wirklich so ekelhaft, was man diese Tage von Linken und auch von einigen Muslimen hört. Das ist wirklich ja einfach nur krank. Einfach nur Wahnsinn, wo der auch gesagt hat, ja, was hältst du davon? Ja, Geheimnis. Schreib mir privat, dann sage ich dir das. Ja, eben, weil er es insgeheim feiert und unterstützt, nur er hat halt Angst vor Hausdurchsuchung und deswegen traut er sich das jetzt nicht öffentlich zu sagen, aber sein krankes Hirn, ja, findet sowas gut. Oleg, grüß Gott, Moritz, ich hoffe, es geht dir bald wieder besser und danke dir, dass du so mutig warst. Hast du von der Mahnwache der JA mitbekommen und falls ja, welche Gedanken hattest du, als du die Aktion der geisteskranken Linken gesehen hast? Ja, also ich habe davon mitbekommen, ich habe auch in den Livestream auch mit reingeschaut, ich habe auch gesehen, was danach einem Mitglied passiert ist, der am Hinterkopf Wunden gehabt hat vom Angriff der Antifa. Also ich sag mal, so kennen wir die Antifa. Die Antifa ist gewaltbereit, die hat keinen Respekt vor menschlichem Leben, die hat wirklich überhaupt kein Problem damit, Leute, die sie entmenschlicht hat, auch krankenhausreif zu schlagen. Ich erinnere nur an die Hammerbande, wo Leuten mit Hämmern die Kniegelenke zertrümmert wurden. Also Antifa selber ist eine Schlägertruppe, aus meiner Sicht eine Denunziationsorganisation. Also wirklich, das sind Leute, die delegitimieren unseren Rechtsstaat. Und es ist ein Hohn, dass solche Antidemokraten wirklich an diesem Tag dort eine Demonstration halten durften. Und dabei dann auch noch, wie gesagt, wie sollten sich denn die Polizisten gefühlt haben? An dem Tag
Vorher ist ihr Kollege gestorben. Und die Antifa, wir kennen die Parolen von denen, haut die Bullen platt wie Stullen oder alle Bullen sind Schweine, wie sie so gern rufen. Und die Polizisten müssen dann, wie gesagt, musste die JA-Demo vor denen schützen und nicht umgekehrt. Und ihr seid angeblich für Demokratie, schämt euch, ihr seid Heuchler. Ja, das ist die Gegendemo in Mannheim, die gegen rechts demonstriert hat, bei diesem, ja, wann war es? Am Samstag war es, gell? Am Samstag bei der Mahnwache, wo JA und AfDler und so weiter da waren. Und schauen wir uns mal die Gestalten an. Ja. Ach, was ich mich frage. Die Demonstration war gegen Terrorismus von der jungen Alternative. Was ist dann die Gegendemonstration für Terrorismus, dass es so weitergeht? Unfassbar! Wie geschmacklos muss man sein in so einer Situation, an dem Ort, wo ein Polizist gestorben ist und mehrere Unschuldige verletzt wurden, eine Gegendemo zu organisieren. Das ist Befürwortung von Mord, Verherrlichung von Mord. Ja, es ist sowas von krank, dass man keine passenden Worte für sowas findet. Ja, unfassbar. Nee, ganz ehrlich, vor allem den Leuten würde ich gerne sagen, ich habe mir am Tag noch davor, vor allem, wie gesagt, das sind ja alles so, auch hier die ältere Generation, ne? Für euch habe ich mir einen Tag vorher, dass ihr hier in diesem Land friedlich leben könnt, noch einen Stich eingefangen unter anderem. Für euch im Prinzip. Wir machen das ja nicht nur hier, wir machen das ja für alle in Deutschland, die hier in Ruhe und friedlich leben wollen. Und genauso hier damit, dass die Polizisten ihren Dienst auch ordentlich vollführen können. Die BPE steht repräsentativ aus meiner Sicht für jeden Demokraten, der hier in Deutschland auch in Ruhe leben will, der hier Frieden will, der das will, dass das Grundgesetz gilt. Und diese Leute fallen uns in den Rücken. Das ist so Wahnsinn. Ja, und dann sehen wir hier auch noch, da sind dann noch Polizisten gekommen, hier an dem Ort, wo leider der Polizist Ruben starb. Auch an dieser Stelle, ich denke mal, ich kann da für uns, für die BPE, für den gesamten Chat, für unseren gesamten Verein sprechen. Alle unsere Respektbekundungen, und das habe ich auch im Nachhinein mitbekommen, alle Respektbekundungen an diesen Polizisten. Komplett. Ja. Also da müssen wir gar nicht viel zu sagen. Dieser Polizist hat unseren tiefsten Respekt verdient für das, was er getan hat. Ja. Und da gibt es auch so einen Spendenlink. Seine Kollegen sammeln da und die wollten irgendwie so 20.000 sammeln und da sind schon über 200.000 und so weiter. Also auch schön, dass da so viel Geld zusammenkommt, um wenigstens seine Familie zu unterstützen. Und die wollen das andere Geld dann auch für andere verletzte Kollegen nutzen. Ich glaube, irgendwo bei GoFundMe, ich habe jetzt den Link nicht da, falls ihr die Familie des Polizisten unterstützen wollt, schaut da einfach mal nach. Dann Marius 87, unfassbarer Mut, den Moritz bewiesen hat. Es ist jetzt eine schlimme Zeit, aber genau solche Vorfälle schweißen uns zusammen und machen uns stärker. Und am allerwichtigsten, diese Aktion einigt uns und das Volk, die einen gesunden Menschenverstand haben. Aziz, Moritz und alle anderen, die sich dem Täter entgegengestellt haben, sind Helden. Gute Besserung an alle verletzten Helden. Der Prophet Mohammed hat mindestens 25 Leute ermorden lassen, darunter auch Kritiker. Vielen Dank, Aziz. Stefan, alles Gute an Moritz und natürlich alle anderen Verletzten, gute Genesung. Und Liu Bai, hey, gibt es eigentlich irgendwelche Social-Media-Kanäle von Moritz, Insta oder Twitter? Ich habe ja vor ein paar Wochen das Frankfurt-Video übersetzt und ich finde mehr Reichweite für Moritz eine super Bereicherung in der aufklärerischen Arbeit. Hast du eigene Kanäle, Moritz? Also ich habe mich extra von Social Media verabschiedet und zwar aus folgenden Gründen, weil wie gesagt, wenn du in dieser Arbeit drin bist, du kennst das ja selber, da kommt auch, ich meine, zusätzlich zu den Bekundungen, kommt auch so viel Müll mit rein, Morddrohungen, dann halt noch, dass man uns ausfindig machen will, zu Hause Hausbesuche abstatten will. Kian hat bereits einen Hausbesuch bekommen. Also man muss das auch mal so sehen. Wie gesagt, je mehr du dich in die Öffentlichkeit stellst, ne, man muss auch Farbe bekennen. Aber diese sozialen Medien, ich sag dir ganz ehrlich, ich mache meine Arbeit gerne. Ich trete auch da gerne auf, aber ich sehe die sozialen Medien oft mehr als Hindernis an, wenn ich sehe, was da alles auch an Kram immer wieder reingeschwommen ist. Und ich sag dir ganz ehrlich, schau, Moritz, du bist ja auch jung. Wie alt bist du? Ich bin 25.
25 und schau, ich sag dir ganz ehrlich, schau, 25 und du hast schon einen Anschlag miterlebt, bist jetzt auch verletzt, bist in dem Sinne schon eine Art Veteran, ja, Überlebender eines Terroranschlags, hast jetzt durch die Kundgebung schon einiges miterlebt. Du musst auch etwas Psychohygiene führen und sauber bleiben und dich auch mental schonen. Und das sage ich dir als jemand, der, ja, ich bin 35, 10 Jahre älter, aber habe auch, wie du weißt, einiges durch und sowas. Und ich sage dir wirklich, schon auch deine Psyche, mach langsam. Ja, wir führen die Auseinandersetzung weiter, aber es bringt auch den Unterstützern nichts, wenn wir mental und psychisch völlig durchgebrannt sind und, ja, und keine Kraft mehr haben, weil wir irgendwann durchgebrannt sind. Deswegen, ich habe noch meinen alten TikTok-Kanal, da schaue ich auch mal ab und zu drauf. Aber ich sag mal, ich habe auch mit TikTok aufgehört, weil eben, boah, da wurden mir Sachen gesagt, die darf ich gar nicht sagen. Also die dürfen nicht sagen. Als der Anschlag war. Ja? Ja. Also ich erinnere mich noch an TikTok, da waren wir live gewesen und plötzlich zeigt sich da jemand. Ich war damals mit einer Jüdin live gewesen und dann zeigt sich ein, ich glaube ein Marokkaner war es oder so, mit so einem langen Messer wie der Attentäter, zeigt das Messer in die Kamera und sagt, ich werde damit einen Juden abstechen. Ja, oder, genau. Ja, und zeigt das problemlos, ne? Und der Typ war ein paar Tage später wieder live auf TikTok. Das heißt, keinerlei Konsequenzen. Oder auch hier, wir waren mit 4 Leuten live gewesen. Und ich habe gefragt, ja, was ist denn mit den Kindern da von den ganzen, von den Palästinensern? Kommen die ins Paradies? Ja, inshallah, die sind alle als Märtyrer gestorben und die kommen alle ins Paradies. Alle 4 waren sich einer Meinung. Und das ist so toxisch gewesen, was für Leute da rumhängen. Extrem toxisch und das ist das, schau, du bist jung und ich habe an dem Tag, als der Anschlag war und dann kursierte überall, ging die Meldung rum, Stürzenberger wurde abgestochen und so weiter, ich habe 2 Nachrichten gezeigt, ey, ich habe viel mehr Nachrichten bekommen, du bist der Nächste, du wirst sehen, ha 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 ha, dein Freund Michael wurde abgestochen, ha ha, siehst du mal und so weiter und weißt, ich lese sowas und bin geschockt und sehe das und sehe mich, wie Michael am Boden liegt, du, Blut, da, dort und dann kommen solche Meldungen, die mich provozieren und so weiter, weißt du, ich meine, das ist nicht so leicht, glaub mir, das ja. ist nicht so leicht. Da würde ich gleich noch gern drauf eingehen, weil wir haben ja, wir können uns auch gern die längere Version angucken, wenn du die Lust hast, weil ja. es ist ja auch vieles im Nachhinein noch passiert. Also wir können auch gerne auf alles eingehen, was ist dann noch zusätzlich passiert, weil es gibt sehr, sehr viel zu erzählen. Es hat sich sehr viel innerhalb von einer halben Stunde auch noch zugetragen. Also wir können gerne die lange Version gucken und können auch gerne das alles durchgehen, was hat sich da noch zugetragen. Ja. Weil der Ausschnitt, der nur in den sozialen Medien unterwegs gewesen ist mit dem Anschlag, der erzählt auch nur eine kleine Wahrheit von dem, was noch im Nachhinein sich abgespielt hat. Das, wie gesagt, wir haben heute Zeit und ich möchte das gerne vollkommen aufarbeiten mit euch. Ich möchte da gerne mit euch drüber reden. Wir können das gerne durchgehen. Ja, eben. Und das meine ich, das ist echt eine psychische Belastung, wenn du siehst, wie auf deine Freunde quasi eingestochen wurde und ja, und die am Boden und dann Leute sich drüber freuen und so weiter. Und deswegen finde ich das in deiner Situation, in deinem Fall richtig. Wir können das nicht alle machen, ja, weil es ist natürlich auch wichtig, wenn wir sehen ja auch, wie viele Leute wir erreichen und so, es ist wichtig, dass wir auch Formate haben, Kanäle, um Leute zu erreichen und die Aufklärung möglichst zu verbreiten, aber man muss sich wirklich schonen und ich denke, für dich jetzt in der Situation ist das die vollkommen richtige Entscheidung. Wir machen noch ein paar Fragen und dann schauen wir uns die Aufnahme. Vor allem Irfan, vielleicht noch ganz kurz. Weißt du, was ich einen Tag gemacht habe, nachdem ich entlassen worden bin? Ich habe meine besten Freunde eingeladen, wir haben uns ganz entspannt hingesetzt, ein Bierchen getrunken und wir haben gefeiert, dass wir noch am Leben sind und dass wir das überhaupt noch erleben dürfen, weil die wird 2 Tage später, je nachdem erst bewusst, wenn das erstmal abgeebbt ist, du hast einen Terroranschlag überlebt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Später wird dir das erstmal so langsam bewusst, das sackt dann Stück für Stück und du denkst dir einfach, das hört sich so surreal in deinem Kopf an, weil du in dem Moment, wo das passiert, nimmst du das nicht so wahr. Und auch ein bisschen später nicht, weil du hast einen Adrenalinpegel, du verarbeitest alles, du bist erstmal mit den ganzen Leuten im Kontakt, hast erstmal Stress, du kommst selber gar nicht zur Ruhe. Und erst wenn du mal zu Hause angekommen bist und zur Ruhe kommst,
realisierst du erstmal, was ist da passiert und dass du ein Überlebender von einem Terroranschlag bist, du hättest da sterben können. Und dann feierst du mit deinen Leuten und freust dich, dass du überlebt hast. Und ich hätte mir wirklich gewünscht, dieses Erlebnis hätte der Polizist auch noch haben können und hätte auch noch feiern können, dass er überlebt hat. Leider wurde ihm dieses Erlebnis genommen. Eben, und das habe ich auch gestern in der Honigwabe gesagt, als welche gemeint haben, ja, man kann nichts mehr machen und was soll ich dagegen machen und so weiter. Es gibt auch, man muss sein Leben weiter leben. Und das Leben hat auch viele schöne Seiten. Und auch wenn wir an die Kundgebungen denken, wie nett und schön wir es Abend immer hat, nach so einer 8-Stunden-Kundgebung und Aggressionen und so viel Negativität und Beleidigungen, Bedrohungen, wie schön und wie gut das dann immer getan hat, abends zusammenzusitzen, ja, bei einer Pizza und so weiter, uns zu unterhalten, zu lachen und so weiter. Weißt, das ist das Leben so. Wir können jetzt nicht nur Ernst und Trauma und schlimm und so. Nein, man muss sein Leben auch leben. Und gerade du jetzt, wo du dem Tod so knapp entkommen bist und 25 Jahre alt bist, das darfst du auch nicht vergessen. Und deswegen freut es mich, dass du da auch das jetzt so gesagt hast und dich nicht so beirren lässt in dem Sinne, sondern auch dein Leben weiterhin lebst. Ne? Sehr gut und richtig, Moritz. Gut, dann würde ich sagen, dann schauen wir uns jetzt das, was im Nachhinein passiert ist, kurz nach der Tat. Wir werden es nicht die Tat zeigen, damit das jetzt nicht gesperrt wird, das Video. Ja, deswegen werde ich vorspulen, beziehungsweise zurückspulen. Ja, Helikopter. Muss jetzt nur aufpassen. Da sehen wir auch den Kameramann. Oh, ja, so. Moritz, wie war das dann? Du bist verletzt. Ja, also hier vorne da habe ich gesessen. Also ich habe ja vorher erstmal gestanden und habe mich dann hingesetzt, als der Polizist mich dann da versorgt hatte. Also da muss ich auch sagen, wirklich gute Arbeit da von der Polizei. Auch super nett und freundlich gewesen. Wir haben uns dann auch so ein bisschen unterhalten. Der Polizist hat gesagt, ja, wach bleiben und wenn was ist, sagst du mir Bescheid. Und ja, machst das Video nochmal an, weil dann können wir mal so... Ich kann das Video, da hat man auch jetzt wieder Szenen gesehen, das ist zu riskant, glaub mir, das wird dann... Ja. Gesperrt und so weiter. Wir lassen lieber das Video weg. Erzähl einfach, was danach war. Die Leute wissen ja, wo man das Video findet. Und ja, wie ging es dann weiter? Okay, ja, also wie gesagt, links von mir hat Michael gelegen. Die Monika hat ja dann erste Hilfemaßnahmen erstmal bei dem gemacht. Dann hat er sich zurückgelegt. Die Sanitäter haben ihn selbstverständlich dann auch mit zuerst versorgt. Auf der anderen Seite, also neben den Plakaten, hat dann der Polizist gelegen. Und ja, du hast dann halt auch die Polizisten gesehen und ich will mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das gewesen ist, wenn du das Blut deines eigenen Kollegen an der Hand hast, weil jeder von denen hatte versucht, die Blutwunde zu stoppen und die Blutung hatte nicht aufgehört. Und also es kann sein, ich habe öfter mitbekommen, dass da ein Israel-Bandage gefehlt hat. Ich hoffe, dass er es noch bekommen hatte damals, dass er das da bekommen hatte. Und ja, du hast halt gesehen, wie der da an der Seite gelegen hat. Michael hat, wie gesagt, neben mir gelegen. Dann rechts von mir hatte der Mann mit der Maske, wie gesagt, Paul gelegen und war halt am Arm verletzt, hat einen Armdurchstich gehabt. Michael, die haben halt eben dann das Gesicht bandagiert. Der hat halt öfter mal zu uns rüber geguckt. Ist bei uns alles in Ordnung? Also auch wirklich für Michael, der hat auch selbst, als er wirklich am schlimmsten von uns verletzt gewesen ist, hat er immer noch auf uns geguckt, obwohl wir wesentlich weniger schlimm verletzt waren als er auf den ersten Blick. Ne? Hat er immer noch auf uns geachtet und geguckt, hey, wie geht's meinem Team? Geht's meinem Team gut? Also auch in dem Moment hat er wirklich auf uns alle geachtet. Und was ich aber auch wirklich beschämend fand, am Bahnsteig selber haben sich sehr viele Menschen versammelt und haben das gefilmt, teilweise sogar gefeixt, gelacht. Also die haben gesehen, was da passiert ist. Wahnsinn.
Und auch, wie gesagt, ja gut, ich habe der Polizei gesagt, hier könnt ihr nicht mal dafür sorgen, dass sie aufhören. Nee, nee, wir haben gerade keine Kapazitäten, wir müssen uns jetzt um euch kümmern, kann ich auch verstehen, ne? Was waren das für Aber Leute? Was waren das für Leute, die gelacht haben und euch gefilmt haben dabei? also ich würde jetzt nicht übertreiben, wenn ich sage, das waren alle aus dem südländischen Raum. Also ich habe jetzt keinen, ohne das jetzt negativ zu meinen, keinen Bio-Deutschen gesehen, der da irgendwie gefilmt hat oder so. Das waren wirklich alle aus dem arabisch-türkischstämmigen Raum, würde ich behaupten, die dann alle gefilmt haben. Auch so eine Oma mit dem Kopftuch hat da gefilmt. Teilweise haben die da gelacht. Also das war Was? wirklich schon heftig zu sehen, was danach auch passiert ist. Und dann gab Was es für dann eine Gespräche. Verachtung, was für eine Verachtung Menschen gegenüber, dem Leben gegenüber. Ich meine, wie abgestumpft und krank, nicht krank, sondern wie fanatisch, wie böse muss man sein, um das zu filmen, gut zu heißen, am Tatort eines Terroranschlags die Opfer auch noch auszulachen und da eiskalt zu filmen. Also das zeigt eben genau das, über was wir reden, dass diese Ideologie in vielen Köpfen steckt. Die kann auch in der 60-jährigen Kopftuchoma stecken oder in dem 18-jährigen jungen Migranten oder in dem 30-jährigen Asylanten aus Syrien und so weiter. Ja, nicht alle so, aber diese Ideologie hat große Verbreitung gefunden und viele glauben auch daran und sympathisieren damit. Und nur so kann man das erklären, denn wie gesagt, wie kann ein normaler Mensch angesichts eines Anschlags, angesichts von Toten und Verletzten da noch lachen und filmen und es ist unfassbar einfach nur. Deswegen eigentlich in so Momenten sollte man weitergehen, ne, die Polizei und die Sanitäter ihre Arbeit machen lassen, weil auch für uns, wir haben da wie auf dem Präsentierteller gesessen. Also wir haben da gesessen, wir waren alle stark am Bluten und wenn du dann siehst, wie die Leute dann drumherum, war ja wie so also war ja eine Gerade vor uns und auch an der Seite standen die Leute und für die war das, also für viele war das, habe ich das Gefühl gehabt, wie ein Spektakel, was die beobachtet haben. Und so, wir so hier, da, und die haben ja auch gesehen, unsere Plakate waren ja noch da. Die haben ja auch gesehen, wofür wir da gestanden haben. Und anstelle, dass man da sagt, oh Gott, also dass man entweder weitergeht oder oh Gott, hier, da sind Menschen zu Schaden gekommen, ne? Dass man da so viele feixende und lachende Gesichter gesehen hat, das war schon echt heftig. Hat dir jemand geholfen dann, ja, beziehungsweise Erste Hilfe an dir geübt oder Ja. wie lief deine Versorgung ab? Also zuerst wurde meine Hose aufgeschnitten. Also die haben mit so einem Cutter erstmal die Hose aufgeschnitten. Dann hat man mir ein Tourniquet umgelegt. Ich habe dann halt so gesehen, die Wunde selber, die war so, boah, ich habe die Ein- und die Austrittswunde gesehen. Also die waren so jeweils 3 bis 4 Zentimeter. Das waren so runde Löcher eher, weil ich gesessen habe. Und ja, ich habe halt dann, aber die war mir dann doch zu viel, habe ich dann die Jeans wieder drüber getan, weil ich mir gedacht habe, okay, du musst dir jetzt nicht anschauen, wie da, ich sag mal, wie du ein Riesenloch im Bein hast, ne? Und dann habe ich mit dem Polizist geredet, habe gefragt, hier, alles in Ordnung bei dir? Und einfach, dass man geredet hat, also die Polizei währenddessen auch echt nett, man hat auch geguckt, dass man, wie gesagt, zuerst wurde ja der Polizist verarztet, dann wurde Michael verarztet und dann wurden Paul und ich reingebracht. Konrad war außerhalb meinem Radar, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Und ja, wie gesagt, aber in dem Moment denkst du ja einfach, okay, was willst du anderes machen? Du musst jetzt da irgendwie durchkommen bis ins Krankenhaus, dann wirst du da operiert und du wusstest gar nicht so richtig, wie kommst du in dem Moment damit klar? Also es waren mehrere Sachen und ich sag mal, was für mich auch echt krass gewesen ist, als der Polizist dann auf den Täter geschossen hat und in dem Moment habe ich gedacht, der hatte den erschossen. Und wenn, das ist unvorstellbar, wenn vor deinen Augen ein Menschen, sei es jetzt auch der Täter, erschossen wird, Fakt ist da ist jemand vor deinen Augen erschossen worden, denkst du in dem Moment zumindest, ne? Und der hat einen Bauchschuss bekommen, ich glaube, der lebt auch noch, der Täter, also steht, er ist nicht ansprechbar und so. Aber ja, das ist schon, ja, fehlen mir ehrlich gesagt, fehlen mir die Worte zu.
Viele waren ja auch dann oder haben auch kritisiert oder sich gefragt, warum hat das alles so lange gedauert? Ja, auch bis Stürzi verarztet wurde und so weiter. Da standen ja so viele Polizisten, aber manche standen da wie so unbeteiligt rum. Also das haben schon auch viele kritisiert und auch bis ein Krankenwagen endlich mal gekommen ist und so. Wie hast du das erlebt? Waren das für dich so quälende Minuten oder warst du ganz woanders oder wie war das für dich? Also ich war währenddessen die ganze Zeit wach und dein Verstand ist auch irgendwie klar, weil du halt diesen Adrenalinschub hast. Du denkst halt, okay, irgendwas kann halt noch passieren, weil du weißt halt nicht, bist du jetzt komplett in Sicherheit? Weil es Vielleicht kann gibt ja. es mehrere, genau, es hätte auch mehrere geben können, ja. Ja, eben. Woher willst du wissen, ob da an der Seite noch irgendeiner ausbricht, reinbricht? Du hast halt öfter Geschrei gehört, da hast du dich umgedreht und hast geguckt, hier rennt da noch irgendeiner her und will den Job beenden oder so. Weißt du, ich meine, da waren zwar überall Polizisten und Sanitäter um dich drumherum, Ja, die waren aber auch davor da und ja. ja, deswegen, also du weißt halt nicht, was könnte da dann halt noch passieren. Und du denkst halt einfach, okay, jetzt wo bleibt der Krankenwagen? Weil der hat ja auch ewig gedauert, bis der da war. Dann wurden die Leute erstmal eingepackt. Und ich war auch mit, ich glaube, die zwei letzten, weil ich halt eben Glück gehabt hatte und noch meine Zehen in dem Moment bewegen konnte. Wie gesagt, Michael und der Polizist waren halt auch mit zuerst dran. Und ja, dann ist Ja, man halt aber ins vor Krankenhaus. den Polizisten, manche schreiben vor den Polizisten, dass der Attentäter als erstes verwundet wurde. Ja, der Attentäter, der wurde halt direkt von dem Polizisten versorgt, der den angeschossen hatte. Da waren halt zwei an dem dran. Und ich sag dir ganz ehrlich, was wäre gewesen, wenn der Attentäter noch ein Messer gehabt hätte, ein zweites? Der hat nur einen Bauchschuss kassiert. Der müsste ein zweites Messer aus der Tasche ziehen und zack, wäre ein oder zwei Polizisten mehr dann tot gewesen. Also, das ist so surreal, vor allem, wenn du dir das im Nachhinein nochmal die Analysen anschaust, auch von Kampfsportlern und so, die dann halt auch das ausgebildet haben. Im Nachhinein bist du immer schlauer, aber währenddessen, du hast mehr nur so gedacht, wann kommt der Krankenwagen? Und ja, der Tourniquet hat selbstverständlich richtig wehgetan. Also muss ja erstmal abgestrempelt werden, dass kein Blut mehr kommt. Und als ich dann ins Krankenhaus bin, LKA hat mich vernommen, beziehungsweise Kripo hat mich vernommen, direkt Aufsage aufgenommen, weil ich halt noch ansprechbar gewesen bin. Und die Ärzte, beziehungsweise die Pfleger haben halt gefragt, hier, was waren da so los? Haben das alle selber nicht glauben können, haben sich aber, also viele haben auch Solidarität sich direkt zu uns ausgesprochen und haben erstmal gefragt, hier, wie kommt denn jemand überhaupt dazu, euch anzugreifen? Dann haben wir ein bisschen uns mit denen und also habe ich mich ein bisschen mit denen unterhalten. Ja. Und wie waren die LKA-Leute so in der Vernehmung? Ja, das erste haben sie gefragt, ob wir den persönlich kannten. Und da habe ich gesagt, den müssen wir gar nicht kennen. Das hätte jeder X-beliebige sein können. Ja, wir kennen den. Ach, das ist der Harun, der liebe nette Harun. Ja, der war auch mal Redner. Ja, Sehr gut. hab ich den auch gesagt. Ich hab den ja auch gesagt, von den Typen gibt es wirklich Tausende. Das hätte jeder X-beliebige sein können, der da plötzlich durchgedreht ist und ein Messer ausgepackt hat. Also ich habe mich ehrlich gesagt, sag mal, das Motiv ist doch eigentlich klar gewesen, weißt du? Und dass die dann erstmal fragen, ja, haben sie den gekannt, so von wegen, ja, hat er noch mit uns eine Rechnung offen gehabt und rennt er dann auf uns zu und sticht uns ab, also. Ja, das ist halt der Punkt so. Okay, man muss sagen, sie müssen natürlich erstmal in alle Richtungen, ja, kann das theoretisch was anderes sein, aber bitte, also noch offensichtlicher kann das Motiv nicht sein. Aber ja, ich glaube, dann einen Tag danach oder vielleicht sogar am selben Tag hat der Spiegel dann auch berichtet, ja, Sie wissen aus Ermittlerkreisen, man geht selbstverständlich von einem islamistischen Motiv aus. Ja, aber was soll denn sonst das Motiv sein? Was für Rechnungen? Was für, ja, also, ja, ich meine, den wird ja nicht der Goyking geschickt haben. Ja, das war ja kein Attentäter von Goyking aus Rache, ja, sondern Ja, der hat schon andere Beweggründe gehabt. deswegen, also ich meine, für uns war das Motiv eigentlich klar, weil, wie gesagt, wir kritisieren halt den politischen Islam und da kann halt jeder kommen, der sich halt da berufen fühlt, ja, Fisabilillah auf dem Weg Allahs uns zu töten. Deswegen. Ja, und was viele jetzt auch so ein bisschen unterschätzen, ist die Aufmerksamkeit, die jetzt auf uns gerichtet ist, auf die BPE, auf Stürzenberger und auf das Umfeld. Die ist einerseits gut
und positiv, ja, seht, 8000 Leute, 6000 und live und jetzt werden sehr viele BPE-Mitglieder und so weiter, alles schön und gut. Aber die Schattenseite davon ist dann eben, dass auch wir noch mehr im Visier stehen dieser Leute, die oder dieser Ideologie, die versucht hat, mit Gewalt zu, die Kundgebungen und die Islamkritik in, auf deutschen Straßen zu stoppen. Und auch jetzt die ganzen, die Mainstream-Medien, die Massenmedien, alle zeigen sie jetzt drauf, der ganze Fokus ist jetzt drauf gerichtet, aber auch die auch der Fokus der Gegner ist jetzt drauf gerichtet. Ich meine, ist jetzt vielleicht ein schlechter, ist jetzt ein schlechter Vergleich, aber der 11. September hat die Vorgeschichte, dass man das schon in den 90er Jahren versucht hat, aber nicht geschafft hat und dann hat man es aber 2001 geschafft und auch jetzt werden welche auf die Idee kommen, ja warte mal, der Stürzberger hat aber überlebt und die anderen auch. Ich will der sein, der das zu Ende bringt, ja, und ja. Der Suleiman, ja, dieser Held Suleiman aus ihrer Sicht, ich will das vollenden, was Suleiman versucht hat, ja, unser Held, der jetzt den JVA, wie nennt sich die, ist auch egal, die in Hessen, der bekannte JVA, der jetzt dort sitzt, ja, also das ist halt jetzt die Gefahr, ja, also jetzt werden noch mehr Augen auch des Gegners da auf die Islamkritik gerichtet sein und ja, der Staat ist zwar jetzt etwas sensibilisiert, aber was soll das bitte heißen, dass ihr zwei Polizisten... Ich weiß, was echt positiv ist, Irfan, der heutige Bericht von der Tagesschau, meine ich, da kam nur noch das Wort für uns Islamkritiker vor. Also ja. Davor waren es noch Thema Extremisten oder Islamfeinde und jetzt ironischerweise nur noch Islamkritiker. Ich meine, ist schon mal... Aber das Ding ist halt, was ich jetzt hoffe, und das ist mir auch noch wichtig, dass Mannheim muss ein Gamechanger werden. Es darf nicht sein, dass das jetzt versandet, sondern es muss ein Gamechanger werden, dass eben die Bevölkerung dadurch jetzt aufgeklärt wird, dass das jetzt dazu führt, dass die Leute sich auch damit beschäftigen und nicht, dass es weitergeht wie vorher und bevor Mannheim versinkt. Wir müssen das jetzt nutzen, dass Mannheim wirklich, also dass auch politische Ergebnisse jetzt auch draus entstehen, dass Ergebnisse jetzt auch kommen, weil eben ein Attentäter des politischen Islams da versucht hatte, die Mitglieder der BPE umzubringen. Und das hätte auch an sich, wie gesagt, wir sehen ja, an dem Tag gab es 5 andere Messeranschläge auch noch. Das trifft natürlich auch Zivilisten und wir müssen schauen, dass es jetzt zu einem Gamechanger wird und dass genau jetzt, dass es sich ändert und das so, wie es ist, dass es nicht weitergeht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Moritz. Aber ich habe heute auch dann was gelesen, einen Artikel, wo es dann heißt, ja warte, geht es jetzt weiter mit den Kundgebungen und die nächste Kundgebung ist ja in Dortmund geplant. Und dann fragen die nach, so bei Behörden, ja, wie sieht's aus mit der Kundgebung in Dortmund? Ja, man hat die Kollegen sensibilisiert aufgrund des Vorfalls in Mannheim. Was soll das heißen? Einfach nur ein bisschen sensibel. Hey, letzte Woche, da hatten die ein bisschen Ärger, da gab es so einen kleinen Anschlag, deswegen schickt mal 2 Streifenwagen mehr. So wird es nicht laufen. Das muss das Sicherheitskonzept muss viel besser sein. Ja, also mit ein paar Polizisten mehr wird das nicht gehen. Ich meine, wer soll das machen? Wer soll sich da hinstellen? Und vor allem auch, wer sich dann traut, man muss Verantwortung haben. Ja, wer ist bereit, Verantwortung zu übernehmen? Ja, also ja. Das ist jetzt alles nicht so leicht, ja, wie sich das jetzt manche so... Vor allem Irfan, ich glaube, das wollen viele im Chat wissen. Wann bist du wieder dabei? Ja, das werden wir sehen. Also wie gesagt, ich sag's ja, wer kann jetzt sagen, wie es weitergeht? Ja, also ich weiß nicht. Ich will jetzt erstmal, ich will Michael auch besuchen im Krankenhaus und so weiter und dass wir uns dann nochmal zusammen hinsetzen, uns unterhalten, schauen und dann einfach schauen, wie es weitergehen kann. Ja. Ja. Also das werden wir sehen. Ja, irgendwie muss es natürlich weitergehen. Ja, die Frage ist halt jetzt auch in dieser Stimmung, wo alles jetzt noch so ist. Wie sieht es bei dir aus? Ändert das jetzt was an deinen Schluss? Willst du weiter aktiv sein oder willst du dich erstmal erholen, was auch jeder vollkommen verstehen würde? Hast du da schon eine Entscheidung getroffen oder willst du dich jetzt erstmal
erholen und dann bei gegebenem Zeitpunkt dann drüber nachdenken. Also ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich mein Knie jetzt erstmal vollständig verheilt, dass das auf jeden Fall jetzt erstmal ist. Und was dann jetzt alles noch kommt, das wird man sehen. Aber ich sag mal, wir müssen jetzt auch weitermachen mit der Aufklärung. Und wir werden jetzt sehen, wie sich das jetzt noch alles entwickelt. Ich meine, wir haben jetzt erst 3 Tage später und das wird sich auf jeden Fall noch entwickeln. Wir werden jetzt sehen, was in den nächsten Wochen alles noch kommt. Deswegen, das kann man jetzt noch alles gar nicht prognostizieren. Eben, das meine ich ja. Das ist alles noch viel zu frisch und da, was soll man jetzt da sagen? Moritz, wir sind schon über 2,5 Stunden, immer noch über 6.000 live, aber ich würd's auch nicht zu lange machen. Ja, ich würde jetzt nicht so 3 Stunden, 3,5 Stunden, wobei wir hätten eigentlich noch einiges zu besprechen, aber ich würde mal sagen, das muss ja nicht der letzte Livestream sein. Wir beobachten die Situation genau und wir sind ja eh in Kontakt und wir können das gerne wiederholen. Vielleicht machen die Woche schauen wir einfach, ja, je nachdem, wie sich das entwickelt. Also Leute, wenn ihr uns unterstützen wollt und vor allem Moritz, ja, dann könnt ihr jetzt noch unterstützen, Fragen, Kommentare schicken, auf die ich noch eingehe. Ja, und ich gehe währenddessen noch auf die letzten ein. Nikolas Rinski, Ehrfurcht und Respekt vor dir, Moritz, trage deine Narbe mit Stolz. Daniel Merz, gute Besserung an alle, macht weiter so. Nicht die Mama, Nancy Faeser war heute auch vor Ort und trauerte. Was sagt ihr dazu? Ja, Moritz, was sagst du dazu, dass Nancy Faeser heute vor Ort war und getrauert hat? Ich sage nur so viel, die Nancy Faeser selber, der hat ja auch damals für ein antifaschistisches Blatt in Anführungszeichen geschrieben. Mich würde es nicht wundern, wenn sie immer noch Kontakte zu Antifa hat. Also ich persönlich lege auf das Wort von dieser Frau gar nichts für mich. Sind das einfach nur leere Phrasen, was die macht, was sie jetzt einfach so nur macht, weil sie es muss. Aber keinerlei Überzeugung. Ich glaube nicht, dass diese Frau auch nur ein Wort von dem ernst meint, was sie in unsere Richtung getroffen hat. Ja, das kann man gut nachvollziehen. Moritz und die anderen Helfer, die dem Terroristen entgegenstanden, sind wahre Helden. Sie haben Leben gerettet und das darf nicht umsonst gewesen sein. Wir alle tragen die Verantwortung, Demokratie, Hasser, Islamisten entschieden entgegenzustehen. Kritische Blockhütte, hallo, ich denke, dass es Grundlagen gibt, die uns helfen werden. Ein Annehmen dessen, wer wir sind. Je mehr sich annehmen, desto stärker werden wir als Gruppe. Da Welkenburg hier ist, bitte 1 Stunde von Stolzland ohne Einspieler, dafür viel abschieben. Verstehe ich nicht ganz. Becker, Ehrenmann, vielen, vielen Dank. Moritz, du machst das Richtige, denkt daran, lasst euch nicht einschüchtern, die Leute sind auf eurer Seite, auch diejenigen, die ihr nicht hört, auch vielen Dank an Irfan Wilmer Topstream. Ja, vielen Dank, ja, Leute sind auf unserer Seite, alles super und danke und so weiter, aber wie Moritz auch schon gesagt hat, ja, wenn die Leute nicht auf der Straße auf der Seite der uns auf unserer Seite sind, oder auf der Seite der BPE und Redner, Kundgebung und Patrioten und Aufklärer, dann bringt es halt nicht so viel, weil die Straße ist halt die Realität und das ist halt dann nochmal eine andere Nummer. Aber ja, man kann zuversichtlich sein, dass sich das in nächster Zeit verändern könnte. Ja, Moritz. Wir sehen ja jetzt schon, wie viele Demos jetzt schon geplant sind. Also allein schon in den nächsten Tagen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Moritz, ja, Demos sind geplant, JA, AfD, wissen wir alles, super, schön, gut, toll, super. Aber wir dürfen das auch nicht unterschätzen. Schau, jetzt ist der Fokus drauf gelegt. Und viele springen jetzt auch auf den Zug auf, die vorher gar nichts damit zu tun hatten oder vielleicht dem sogar kritisch gegenüberstanden, weil sie wissen jetzt Klicks, Aufmerksamkeit für ihre eigenen Sachen werben und so weiter und machen auch einiges in Verbindung mit BPE oder Stürzenberger, was jetzt Stürzenberger an sich jetzt auch nicht unbedingt unterstützen würde und so weiter. Nur mal so als Anmerkung. Und das darf halt jetzt nicht so eine kurzfristige Sache sein, denn wenn du dich an Gladbeck 3.0 erinnerst, da gab es auch Aufbruchsstimmung und wir haben auch gesagt, boah, ab jetzt wird alles anders und schau und da und dort. Aber dann ist es abgeflacht. Und ich warne nur davor, dass das halt jetzt so unter dem Eindruck dieses Anschlags so ist, aber dann das Interesse stetig abnimmt
und sich man sich dann wieder anderen Themen widmet. Das heißt, es ist wirklich auch wichtig, dass, wie du es auch schon gesagt hast, dass da jetzt was draus entsteht, dass man das mitnimmt und dass es dann eben auch weitergeht und nicht dann, genau, wenn die EM dann stattfindet und dann hat man bei der EM wieder ein Anschlag und dann, ja, wer erinnert sich noch an den letzten Anschlag in Mannheim? Weil dann geht es nur noch um den Anschlag bei der EM und das ist halt das Problem, ja. Also ich glaube, Dortmund wird weiter stattfinden, glaube ich, nächste Woche. Dortmund findet statt, zwar dann mit anderen Rednern, also jetzt nicht mit Michael und mir, aber da wird schon weitergehen. Also wir werden unsere Tour jetzt weiter fortsetzen, meines Wissens. Und wenn Michael wieder fit ist, wird er auch wieder kommen. Also Michael ist da ja, was das angeht, ein Löwe. Der lässt sich nicht einschüchtern und der wird auch nicht aufhören. Aber ja. er soll langsam machen. Ja. Ja, ich meine, das musste jeder für sich selbst entscheiden. Ich meine, wenn er sich so dann quasi auch dementsprechend bereit fühlt, ja, dann ja, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Wir hoffen jetzt erst einmal, dass er gesund wird, ja, dass alles läuft. Und ja, dann schauen wir weiter. Gut, Leute, dann an der Stelle vielen, vielen Dank, Moritz. Ja, das hat wirklich, es war wirklich ein sehr, es war sehr, sehr interessant, dich zu hören. Und danke dir, dass du auch so kurz danach schon bereit bist, hier in den Live zu kommen und das zu schildern, was du da erlebt hast. Und vielen, vielen Dank auch für deine Schilderungen, für deine Einschätzungen. Und wie gesagt, wir können gerne öfter Livestreams machen. Wir werden jetzt auch sehen erstmal, was jetzt die Tage passiert. Und wir bleiben eh in Kontakt und ja, schauen jetzt auch mit Michael und alles, wie, was, ja, wo. Und wir halten die Leute auf dem Laufenden. Vielen Dank, Moritz. Und vielen Dank an die vielen Zuschauer. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ja, Livestream bleibt online. Abonniert alle Kanäle, Telegram, YouTube und so weiter. Und ja, du hast jetzt keine Kanäle, aber wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden und sobald es was Neues gibt, gibt es auch dann wieder ein Livestream mit Moritz. Ja, Leute, nochmal vielen Dank für die Unterstützung und ja. Ja. Vielen Dank. Super, dann Moritz, wir schauen jetzt, wie es weitergeht und ja, vielen Dank an alle Zuschauer, danke an die vielen, vielen Unterstützer, ja, ich kann jetzt auch nicht alle aufzählen, ja, vielen Dank für eure Unterstützung, das macht natürlich Mut und es das zeigt, dass wir auch Unterstützer im Rücken haben, die erkannt haben, wie wichtig das ist und die das unterstützen wollen. Ich halte euch auf dem Laufenden, ja, wann nächster Livestream, das kann ganz spontan sein, je nachdem, was sich so noch so ergibt und wie sich das Ganze hier entwickelt. Passt gut auf euch auf, ja, wir leben in gefährlichen Zeiten. Dir, Moritz, gute Besserung, erhol dich bitte, ja, schon dich jetzt mal und dann schauen wir, wie es weitergeht und allen Zuschauern eine gute Nacht, schlaft gut. Und wir hören und sehen uns die Tage.